So, liebe Pilotinnen und Piloten, es geht weiter im Programm. Huch, was war das denn gerade? Der nächste Referent ist der Paul. Wir haben uns jetzt vor über 20 Jahren mittlerweile kennengelernt, also auch schon eine ganze halbe Ewigkeit so zu sagen. Also nicht ganz so lang wie Mike, aber und wir haben uns gerade überlegt, also er ist damals im Kombikurs gewesen als Flugschüler am Südhang. Und als er damals gestartet ist, dann hat er auf einmal Thermik bekommen. Und jetzt hat er mir damals erzählt, er sei schon ein Europameister im Flugsport, nämlich im Modellflugsport. Und dann habe ich mir gedacht, na, das mit der Thermik, vielleicht hat er es raus. Und ich habe ihn dann am Südhang mal eindrehen lassen. Und er hat also praktisch in der 90-Grad-Kehre schön steigen mitgenommen. Und dann war er weit genug draußen. Und ich habe gesagt, Paul, komm, dreh den Kreis zu Ende. Und dann ist er komplett im Steigen gewesen am Südhang. Und dann hat er gleich den nächsten Kreis geflogen und den nächsten Kreis. Und dann ist er praktisch, der bis jetzt aber auch, muss ich dazu sagen, einzige Flugschüler in den 28 Jahren, der am Südhang während der Schulung einfach mal in die Thermik eingestiegen ist und aufgedreht ist und dann top gelandet ist. Paul. Ja. Ja, und das erinnert mich natürlich, also so am Südhang eindrehen, 1992 bin ich am Südhang mal eingedreht mit einem Gleitschirm, der war so kritisch zu fliegen, dass wenn man also gehustet hat, man schon Angst haben musste vor einem Einklapper. Ja, aber es ging damals bis nach Schwalmstadt-Dreisa und ein paar Wochen später konnte ich nochmal nach Burgundstadt fliegen und das waren damals deutsche Rekorde, also das waren damals die weitesten Flüge, die mit dem Gleitschirm bis dahin geflogen worden sind, ohne Motor. Das ist aber schon 30 Jahre hier mittlerweile. Okay, ja, jetzt haben wir dann irgendwann, haben wir uns gerade unterhalten, 2004 hier das Gebäude errichtet und mittlerweile, ich glaube, wir haben jetzt 15 Mal uns hier zum Pilotentreffen getroffen und ja, ist schön, dass du wieder hier bist. Und ich habe natürlich auch, aus welchen Gründen auch immer, schon wieder so einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, also eine Bitte, eine kleine, große Bitte, genau. Erinnerung, ihr kennt unsere Bücher vielleicht, da haben wir das Meteor-Buch von Nobby. Mit dem Nobby bin ich damals etwa 50 Wochen in den 90er Jahren im Ausland gewesen und haben wir dann ja, Flugsporttouren durchgeführt und er war immer in dem Kundenverhältnis und ich im Lehrerverhältnis. Das ist jetzt in der Zeit gewesen, da gab es noch kein Internet, muss man dazu sagen. Es gab also schon verschiedenartige deutsche Meteor- und Wetterliteratur, die haben wir uns damals natürlich in Bibliotheken bzw. Buchhandlungen dann besorgt und haben dann also sozusagen unsere Wettererfahrungen subsumiert mit dem, was ganz klassisch in der Wetterkunde aufgeschrieben war. Also es gab da vor uns noch keinen Flugsportler, der mal speziell für die Drachen oder dann für die ersten Gleitschirmflieger mal die Flugwettermeteorologie aufgeschrieben hätte. Und das ist natürlich ein Projekt gewesen, das hat der Nobby, der früher noch Zahnarzt war, später hat er aufgehört mit seiner Praxis, lange beschäftigt hat und dann hat er schließlich also die Wetterkunde aufgeschrieben. Das war das erste Buch. Nach vielen Jahren endlich konnte ich mit Tini Siegel und mit der Sinje Meyer die Flugtechnik schreiben und in der Zeit war klar, wir machen eine Trilogie, Paul. Der dritte Band beschäftigt sich mit der Frage, wie um Himmels Willen fliegt der Gleitschirm und da kann es ja kaum einen besseren geben als den Paul, der mit seinem aerodynamischen Wissen als Luft- und Raumfahrttechniker mit Diplom seinerzeit das hier aufarbeitet. Und da freuen wir uns natürlich drauf. Und natürlich hat er mir verraten, dass dieser Vortrag, den ihr jetzt hört, auch Teil seines Buches werden wird. Also dann in etwa so in der Art und Weise auch eingehen wird in dem dritten Band. Und das werden wir vielleicht dann bis Weihnachten nächstes Jahr erwarten. Ja, Paul, also schön, dass du hier bist. Vielen Dank fürs Kommen und wir sind alle ganz neugierig und gespannt, was du uns heute mitteilst und mitgebracht hast. Und da würde ich dir auch das Wort übergeben und ja, kleiner Applaus für den Paul. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch die Einführung heute in den, ja, den Vortrag. Es geht um das Thema Strömungsabriss und ich will euch kurz erklären, wie ich auf diese Idee komme. Es ist ja meistens so, wenn der Schule mich fragt, kannst du einen Vortrag machen bei den Pilotentagen, sage ich zuerst ja und dann überlege ich, was könnte ich denn machen. Und es waren so ein paar Überlegungen gewesen, die mich dieses Jahr dazu bewogen haben, mal etwas aufzugreifen, was immer wieder, ich würde sagen, so ein bisschen ja, Verständnisschwierigkeiten bringt und die möchte ich mit euch klären.
Ja, Schubert hat schon angedeutet, es geht ein Stückchen in das Thema meines Buches hinein. In dem Buch versuche ich von dem Fliegerischen über das Verständnismäßige bis ins Physikalische reinzukommen. Und auch das wird dieser Vortrag auch haben. Es wird ein bisschen Physik dabei sein. Wenn die ersten von euch irgendwelche Frontklapper, also keine Strömungsabrisse haben aufgrund Müdigkeit, dann schützt euch vorher mit irgendwelchen Taschen und Kissen bitte vorher. Aber ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Also da hätte ich sonst wirklich den Gleitschirmsport sogar noch gefährlich gemacht bei einem Vortrag. Also von daher seid gefasster drauf, seid vorbereiteter drauf. Jedenfalls, das ist so die Situation, die man sich so vorstellt. Normalerweise als Fluglehrer, man geht raus zum Fliegen. Ja, das ist so der erste Beginn, den wir normalerweise machen. Und manchmal, wenn man das auf diesem Bild, wer kennt es, wo ist das Bild gemacht? Ja? Lüsen, natürlich Lüsen, ne? Wo denn sonst? Ne? Also Lüsen, da wo Düsen, da fliegen wir halt auch ab und zu mal bei Wetterbedingungen, die halt gerade für uns gut passen. Das ist das Tolle, immer noch an Süden. Also da ist es sehr schön, dass wir da eben auch Situationen nutzen können. Und meistens dürfen die Fluglehrer vorfliegen, ob es geht. Das bin ich, das ist mein Raccoon. Und ich glaube, er hängt sogar hier hinten dran, der ist nämlich gerade zum Check. Ne? Das ist dieser Raccoon, der kommt doch noch öfters vor während dem Vortrag. Da geht es halt dann nicht zum Fliegen und dann kommt dummerweise etwas zustande. Wir müssen die Theorie. Ne? Und das ist der Theorieunterricht, den ihr auch so kennt. Vielleicht kennt ihr auch so zum Teil dieses Bild von dem Theorieunterricht. Das war aus einem Imagefilm herausgeholt, wo sehr schön dargestellt worden ist, wie wir auch bei Papillon Theorieunterricht halt eben geben. Im Theorieunterricht gibt es ein Kapitel, das heißt auch ab und zu mal Aerodynamik. Und in der Aerodynamik geht es dann um den Strömungsabriss. Ja, und bei diesem Thema Strömungsabriss geht es auch letztendlich darum, nach dem Motto, ja, was ist denn so? Was passiert denn eigentlich, wenn der Schirm abreißt? Und da hatte ich dieses Jahr bei einer Schulung hier auf der Wasserkuppe meinen ersten Schock. Eine Teilnehmerin in dem Fall, damit ich das gendermäßig also nicht falsch mache, eine Teilnehmerin fragte mich das. Und da wurde mir klar, sie hat ein ganz anderes Bild im Kopf, nämlich dieses Bild. Ich hatte in dem Moment ein anderes Bild. Ne? Das war also das, was mich so ein bisschen bewogen hat, darüber zu gehen. Aber mir fiel auf, sie hatte recht mit der Frage. Wir reden über etwas, was wir wahrscheinlich gar nicht sehen können, was wir vielleicht schon mal in unserer fliegerischen Laufbahn erahnt haben, was wir schon mal gefühlt haben. Aber die Gedanken können da weit gehen, zum Beispiel so weit. Ne? Also das ist zum Beispiel auch ein echt mal passierter Riss, der halt passiert ist im Schirm. Übrigens, der Schirm flog noch, also das war immer noch eine gute Sache. Ein relativ altes Bild, aber funktioniert. Der Schirm ist ein sehr, ja, sagen wir mal, fehlerverzeihendes Gerät, selbst bei so einem Riss, das hier in dem Fall nach einer Kollision entstanden ist. Ja, der Mike hat vorhin, ihr wart ja zum großen Teil auch beim Mike dabei, gesagt, es gibt auch so Situationen, wo ein Teilnehmer eben sehr viel mit den Bremsen arbeitet, wenn einer am Startplatz mit Bremsen arbeitet. Zum Beispiel an einem Startplatz, wo ich dieses Jahr war, in Meduno, kann es sein, dass er dann über den Boden geschleift wird. Fatal ist es, wenn mein Tandem dort liegt. Da war auch ein Riss. Also das ist auch ein Abriss, den ich gar nicht wollte. Es war eine österreichische Teilnehmerin von einem anderen Kurs, die also wirklich Schwierigkeiten hatte und den Schirm versuchte eben mit diesen Bremsen festzuhalten. Deswegen also ganz, ganz wichtig, was der Mike vorhin gesagt hat. Wir reißen den Schirm nämlich nicht wirklich ab, wenn wir mit den Bremsen arbeiten, sondern wir machen den für uns in dem Fall unkontrollierbar und werden durch den Boden gezerrt oder durch mein Tandem. Also, das ist etwas, was ich euch ja schon mal als erstes mitgeben möchte. Risse gibt es auch, aber das ist nicht der Strömungsabriss. Also so ein kleines Halbwissen, was ich euch zwar mitgegeben habe, damit nicht zumindest in den ersten 5 Minuten schon einschlaft. Ja, gut, also bevor der Filmriss bei euch ist, habe ich gedacht, jetzt forsche ich mal ein bisschen nach. Was versteht man eigentlich unter dem Thema Abriss, Strömungsabriss in der Luftfahrt? Und habe mal recherchiert, das mache ich immer sehr gerne. Immer schauen bei Dr. Google mit Wikipedia, das hilft, da kann man schon mal einiges rausholen. Und in Deutschland, da heißt es Strömungsabriss. In dem Wort steckt viel drin, der Gedanke nochmal an die Frage der Teilnehmerin. Es passiert etwas, das ist etwas, was spontan passiert, was abrupt ist, was plötzlich passieren kann. Und es hat scheinbar was mit der Strömung zu tun. Das ist so die deutsche Form des Wortes, die man nehmen kann, also ein Strömungsabriss. Spontan, aber auch Strömung. Irgendwas muss es damit zu tun haben. Und dann ist es manchmal gut, über den Kanal zu schauen, zu unseren englischen Kollegen oder den englischsprachigen in der ganzen Welt. Die nennen das Ganze Stall.
Damit ist nicht der Stall gemeint, auch nicht der weihnachtliche, wo das Jesuskind nachher liegt, sondern der Stall. Also nicht denken, das ist jetzt ein deutsches Wort, sondern der Stall. Und die Begrifflichkeiten, die mit dem Stall zusammenhängen, sind auch interessant. Einmal geht es darum, etwas zum Stillstand bringen oder etwas abwürgen, wenn man diese Übersetzung sich anschaut, oder überziehen oder hinhalten. Jetzt hoffe ich, dass mein Vortrag nicht euch so lange hinhält, damit ihr dann in die nächste Pause gehen könnt. Aber das sind ganz andere Begrifflichkeiten und interessanterweise haben alle miteinander zusammen etwas mit diesem Strömungsabrissphänomen auch zu tun. Man könnte jetzt zum Beispiel eine Sache sich da rausnehmen und sagen, ja, also zum Stillstand bringen, mal aus dem Englischen, das ist nicht gut. Kennt ihr das noch aus eurer Schulung? Was wurde euch gesagt? Zum Stillstand bringen, wie macht ihr das? Den Schirm? Bremsen, genau, bremsen ist so etwas. Vielleicht übertragen, fliegt nicht zu langsam. Ja. Also das ist etwas, was bei mir mal hängen geblieben ist, das Thema fliegt nicht zu langsam. Das sollte schon mal uns vor dem Strömungsabriss bewahren. Jetzt stellt sich aber die Frage, was ist langsam? Was ist wirklich langsam? Wie können wir das abschätzen? Der Boden, die Geschwindigkeit über Grund, die Geschwindigkeit über Luft, was ist da wirklich langsam? Ja, und da ich Ingenieur bin, neige ich zu Experimenten und wollte wissen, was wirklich langsam ist. Und das war an einem wunderschönen Sommertag in der Rhön, der Lieblingssüdhang von uns, unsere Experimentier- und Spielwiese. Wir haben einen Wind von ca. 2 bis 3 Meter von vorne und zum Fliegen ein wenig zu wenig zum Boden bleiben, aber zum Experimentieren sehr viel Zeit. Was jetzt fatal war, ganz in der Nähe von mir stand Schubi. Und ich habe mit meinem Schirm experimentiert und habe gesagt, ja, wie ist denn das eigentlich, wenn der Schirm einfach nur mit dem Gurtzeug fliegt? Das habe ich so ein paar Mal gemacht, Schubi war ganz begeistert und meinte, ja Paul, lass ihn doch mal fliegen, es kann nichts passieren. Also lass mal wirklich länger fliegen, dass wir was sehen. Dieser Film ist von dir. Und jetzt muss ich schauen, ob ich den gestartet bekomme. Schauen wir mal. Ja, genau. Da, lass mal laufen. Nicht verschwunden? Nein. Warum läuft er nicht? Lauf! Vielleicht liegt er schon. Ich muss auf das richtige Bildschirm. Da muss ich hin. Schaut euch mal an. Das bin ich. Das ist mein Uhrzeug. Oben drüber ist dieser Rakun. 3 Meter Wind von vorne. So, nebenan kann man auch sehen, also das ist nicht eine Zeitlupe, sondern das ist wirklich ein Flug. Man sieht einen leichten Einklapper, danach ruht sich das Gerät. Ich beruhige mich gerade nicht, weil ich sehe, was der Schuh gesagt hat. Tschüss. Ne? Ja, es fliegt halt immer weiter, also wirklich an der Stelle sehr angenehm. Man sieht, also es ist schön im Hangaufwind. Eine Bemerkung einer Teilnehmerin dort war gewesen, oh, der steigt ja sogar. Ja, nun gut, also ich habe diesen Schirm dann unterhalb von dem Denkmal aus den Bäumen geholt. Dann, als ich zurückkam im Halbdunkeln, war es schon so, dass Schubi mit seiner ganzen Familie und Freunden beim Peterchen saß draußen. Ich war also zerkratzt und verwundet, aber ich hatte meinen Schirm auch wieder. Jetzt rede ich die ganze Zeit von meinem Schirm. Das ist gar nicht mein Schirm, der gehört meiner Frau. Und das war dann halt peinlich. Also ich musste am nächsten Tag ein paar Leinen wechseln, die halt eben grün waren. Also es war nicht irgendwie, weil es belastet war, sondern sie waren grünlich und sie ist noch nie mit diesem Schirm in den Baum geflogen. Ja, war das jetzt langsam? Für den Schirm. 2 bis 3 Meter pro Sekunde. Wie schnell ist denn das in Kilometer pro Stunde? Rechnet doch nochmal. Könnt ihr das noch? Wie viel? Erste Ratung-Varianten. Ihr könnt was gewinnen. Ja, also es gibt so eine Faustformel. Nehmt es einfach mal in 4 Meter pro Sekunde mal 4. Ihr kommt auf ca. 8 bis 10 Stundenkilometer. Irgendwo in dem Dreh wird das Ganze gewesen sein. Ja, wo reißt unser Schirm ab, wenn wir selber darunter hängen? Was ist die langsamste Geschwindigkeit? Habt ihr die noch im Kopf, wie langsam ihr gegenüber der Luftmasse sein dürft? Na, interessant. Ungefähr 20, einer traut sich, wunderbar. 20 Stundenkilometer. Das Ding ist also halb so schnell und fällt nicht runter. Ja,
Warum fällt das nicht runter? Also, das ist schon mal sein Thema. Der Schirm fliegt wirklich. Wir wissen nicht genau, warum er so langsam fliegt und warum reißt der Schirm nicht ab. Also das, was wir unter Abriss möglicherweise feststellen. So, jetzt kommt ein kleiner Ausflug in die Mathematik, warum das Ganze so passiert oder nicht passiert. Was haben wir denn dabei? Wir haben einen Rakun, diesen Schirm hier hinten in einer sinnvollen Größe. Wir haben ein Gurtzeug, das Isinus, mit ungefähr 1,5 Kilogramm. Wir haben sogar eine Rettung drin. Die macht da keinen Sinn, weil man sie nicht ziehen kann, aber sie ist halt eben drin gewesen. Ich habe es nicht rausgebaut, also 1,2 Kilogramm Rettung, eine Leichtrettung. Wir haben ein Gesamtgewicht von 6,65 Kilogramm. Also so einen Schirm in der Größe 6,65 Kilogramm. Jetzt haben wir den gleichen Schirm und haben noch den Paul dabei, der mit seinen 88 Kilogramm drunter hängt. Ich habe mich jetzt genommen, nicht das Gewicht meiner Frau, weil nicht das dann nachher heißt, das hast du ganz falsch eingeschätzt. Nein, also das war die Masse, mit die man zusammenrechnen kann. Und wir kommen auf ungefähr 95 Kilogramm Abfluggewicht. Ja, jetzt ist halt eben ganz einfach. Man schaut einen Prospekt nach, zum Beispiel den von Papillon, und stellt fest, ein Gleitschirm, der eben halt ein Gewicht hat von 95 Kilogramm gesamt mit dem Piloten und eben halt eine Trimgeschwindigkeit hat, kann man nachlesen, die Trimgeschwindigkeit liegt bei 36 bis 38 Stundenkilometer. Umgerechnet in Meter pro Sekunde sind wir bei, geteilt durch 4, bei 10 Meter pro Sekunde. Das ist richtig toll, Gleitschirme fliegen wunderbar, nämlich mit 36 Stundenkilometer plus ein bisschen mehr, die meisten wirklich. 10 Meter pro Sekunde kann man wunderbar rechnen, das brauchen wir jetzt. Was interessiert mich jetzt wieder an der Stelle? Ich möchte wissen, wie schnell der Schirm wirklich war. Und wenn ich danach schaue, ist halt die Frage, wie rechne ich denn das? Was wisst ihr denn noch von der Geschwindigkeit beim Gleitschirmfliegen? Habt ihr da noch irgendwas in Erinnerung? Gut, dass ich da bin, dann kann ich die Erinnerung auffrischen. Die Erinnerung ist nämlich die Auftriebskraft, die wir brauchen oder erzeugen, die hängt mit der Geschwindigkeit zusammen. Das ist schon mal ganz gut. Aber es hängt mit der Geschwindigkeit im Quadrat zusammen. Und das ist viel, viel wichtiger. Das heißt, wenn ich meine Geschwindigkeit verdopple, dann habe ich ungefähr den vierfachen Auftrieb. Wenn ich meine Geschwindigkeit verdreifache, habe ich den neunfachen Auftrieb. Vervierfache ich meine Geschwindigkeit, habe ich den 16-fachen Auftrieb. Mit der gleichen Fläche, mit dem Ganzen, was ich auch entsprechend halt aufgebaut habe, das macht diese Geschwindigkeit im Quadrat aus. So, jetzt erspare ich euch was. Das kann man nun rechnen. Das habe ich da gemacht, extra klein, damit ihr es nicht sehen könnt. Ne? Damit ihr aber wisst, ihr könnt es nachschauen. Ja, die Folien kann man haben. Ne? Die Frage kommt ja normalerweise bei Vorträgen. Jedenfalls, wenn ich das Ganze ausrechne, komme ich auf eine Geschwindigkeit, der Trimgeschwindigkeit von meinem leichten Körper, 2,65 Meter pro Sekunde. Und das ist eben die Geschwindigkeit ohne Paul. Und jetzt gehe ich wieder zurück auf mein Bild. Stimmt das? Ja, wir haben 3 Meter Wind von vorne. Das Erscheinungsbild war so, Rechnung stimmt. So kann man Physik auch ganz einfach beweisen, oder? Also jedenfalls der äußere Eindruck stimmt mit der Theorie überein, bevor nachher der Schubi zu mir sagt, Paul, das war zu viel Theorie, es war ein kleiner Ausflug in die Theorie. Und dazu auch noch Mathematik für ja, Runaways an der Stelle. Gut, das nehmen wir als ja, wesentlichen Aspekt davon mit. Die Trimgeschwindigkeit, die hängt wirklich davon ab, von der benötigten Auftriebskraft. Der Schirm braucht nicht schneller zu sein, weil er muss ja nur diese knapp 7 Kilo tragen. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt. Und wir können das Trim einfach mal wegschneiden und sagen, die Geschwindigkeit eines Schirms, eines Flugkörpers, liegt immer oder hängt immer davon ab, was für eine Masse wir durch die Gegend fördern müssen. Je weniger Masse, umso weniger Geschwindigkeit brauchen wir. Je mehr Masse, je mehr Kraft daran zählt, müssen wir mehr Geschwindigkeit haben. Also Geschwindigkeit ist da in einem sehr guten Zusammenhang. Und dann kommt uns das Gute wieder ins Spiel, die Geschwindigkeit, die ist so dankbar. Ne? Die sagt, ja, okay, ich helfe sogar ein Quadrat mit dazu. Ne? Also wenn du ein bisschen schneller wirst, mache ich ganz viel daraus. Das ist so die Idee der Geschwindigkeitszunahme bei der Luftfahrt, ein wunderbarer physikalischer Effekt. Je mehr Geschwindigkeit, umso besser wird es, aber nicht nur um den einen Faktor, sondern um viele, viele Faktoren. Jetzt gibt es aber eine Sache, die ist halt eben auch zu bedenken, was nicht nur die Vorwärtsgeschwindigkeit betrifft, sondern auch, wenn wir noch langsamer werden, nämlich die Geschwindigkeitsgrenzwerte, die Stallgeschwindigkeit, die maximale Fluggeschwindigkeit,
sind genauso abhängig davon. Das heißt, sie verrutschen auf dieser Skala, eben, wenn wir geringere Belastung haben, nach unten oder wenn wir höhere Belastung haben, nach oben. Das ist etwas, was halt eben entsprechend damit zusammenhängt. Gut, wie hieß mein Vortrag nochmal? Abriss, ne? Da wollte ich noch hinkommen. Deswegen, ja, was war denn das gerade? Wer kennt denn so eine Situation, wo er meint, dass der Schirm ihm gefühlt abgerissen ist? Habt ihr da irgendwelche Gefühle schon mal gehabt? Ja? Erzähl mal. Also Nordoststaat. Ja? Nordoststaat, ich habe es eben noch erzählt. Und dann geradeaus Richtung Landeplatz und links das Buchenwäldchen. Und eigentlich habe ich den Flug schon abgeschrieben und dann ging ein bisschen was. Und jetzt wissen wir ja, okay, wir haben auch hier oft kleine Kerne, die steigen. Also ich muss eng drehen, also lege ich mich sehr weit nach ins Kurveninnere rein, ziehe auch noch links ein bisschen mit. Und damit mir der äußere Flügel nicht zu schnell wird, ziehe ich auch noch rechts mit. So, was ich jetzt sage, wurde bestätigt vom Fluglehrer. Ich habe ihn abgerissen, weil ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Ich schaue in dem Moment nicht in meinen Schirm, so selten, sondern eher natürlich in die Flugrichtung. Ich weiß nur, irgendwas hat sich getan und mein Schirm stand so vor mir. Und da möchte niemand den Schirm haben. Und was dann kam, weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß nur, es war ein Klapper mit Gegenklapper. Und das weiß ich jetzt, dass es das nächste ist, was ich in Lüsen trainieren werde. Also, Klapper gegen Klapper und nur der Schirm hat es ausgeglichen. Also nachdem ich 70 Meter über dem Boden etwa war, kurz nach dem Start, waren es danach nur noch zwischen 35 und 40. Das heißt, der Schirm, die passive Sicherheit vom Schirm hat mich hier noch gerettet, weil ich war überfordert. Das war meine Situation. Also super spannend, wie du das auch erzählt hast, weil da waren so viele verschiedene Effekte mit dabei. Aber interessant, die Ursache war wirklich der Abriss des Schirmes durch die, ich würde sagen, suboptimale Kurveneinleitung. Dazu kommen wir gleich nachher noch einmal. Weil das, was der Schirm halt ungern hat, ist, dass er irgendwann mal zu langsam wird. Und dann kommt eben dieses Plötzliche. Wer von euch war schon mal bei einem Sicherheitstraining? Wer hat beim Sicherheitstraining mal einen Fullstall gemacht? Ja, genau. Ne? Es ist etwas, das kann man kontrolliert machen. Ein Fullstall ist eine der fortgeschrittenen Sicherheitstrainingsübungen, damit man eben bei solchen Situationen richtig reagiert. Was du zum Beispiel beschrieben hast, die Folgereaktion ist, wenn wir jetzt die Hände zum Beispiel hochtun, was passiert mit dem Schirm? Schießt nach vorne, du siehst ihn vor dir und dann kann es eben zu diesem Frontklapper kommen. Das ist die Folgereaktion gewesen, die du auch erlebt hast. Das lernt man bei Sicherheitstraining zu beherrschen. Immer wenn der Schirm vorne ist, können wir ihn an die Zügel auch herannehmen. Das ist etwas, was man aber wirklich unter Anleitung üben muss. Und das ist etwas, was ich euch schon mal an dieser Stelle empfehle. Macht das im Lauf eurer Fliegerkarriere, dass ihr immer mehr euch auch in den Sicherheitstrainings steigert und auch ruhig mal bis in den Bereich einer Negativbewegung. Also der Schirm ist negativ, in dem Fall nach hinten abgerissen. Das Ganze bewegt sich auf einmal nach hinten. Das ist etwas, was man erlernen kann. Man kann es sogar auch so erlernen, wenn es schief geht. Es ist auch gut, wenn es über Wasser geht. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil man kann bei beiden Bildern sehen, die ich gerade gezeigt habe, die haben eine Schwimmweste an. Und das ist immer eine gute Sache, die brauchen wir, um so etwas zu üben. Ja, dieses Jahr war ich recht häufig in Meduno. Ich mache ja Reisen nach Meduno. Und das war eine Flugschulgruppe, die neben uns war. Ich weiß nicht, ob einige von euch dabei sind, vielleicht online, die gerade zuschauen, die das miterlebt haben. Ich zeige euch mal einen kleinen Ausschnitt. Der Film, der zeigt einen Olli, der ist wirklich so und der hat mir auch die Freigabe für den Film gegeben. Ich möchte einfach mal, dass ihr euch diese Flugbewegung von diesem Schirm anschaut und euch mal drüber wundert, was jetzt gleich passieren kann, was in dem Fall hier dann auch leider passiert ist. Schauen wir mal, ob diesmal klappt mit meinem Film. Nein? Dann so. Schaut es euch erstmal an. Da habe ich aufgehört. Ich kann euch beruhigen, der Pilot ist heil runtergekommen, er hat sofort die Rettung geworfen. Ganz wichtiges Thema, auch das mal gemacht zu haben. Aber man sieht, es ist bodennah passiert bei einer ja, eigentlich Situation, wo man sagt, ja, was war denn das wirklich? Und das ist auch so der Titel meines Vortrags gewesen. Schaut euch nochmal an. Er geht von einer Linkskurve in die Rechtskurve.
Und auf einmal reißt ihn der rechte Flügel ab. Und das ist eine dieser wirklich auch häufigen Unfallursachen, die man gerade in Hangnähe bekommen kann. Ähnlich wie du es beschrieben hast bei deiner Landung, dass man eben halt dann auf einmal über die Innenbremse arbeitet. Ein drittes Mal, nur dass ihr es gesehen habt, achtet bitte auf die rechte Innenbremse von ihm. Als er diese zweite Kurve nach dieser ersten Linkskurve einleitet, er leitet sie ein, er zieht nur auf der Innenbremse, er zieht weiter und packen ist es passiert. Das Ding ist nicht rumgekommen und er meint, er kann das über die Innenbremse halt irgendwo hinbekommen. Schubi. Aber darf ich jetzt kurz kommen? Ja, darfst du natürlich. Ja, mach mal. Prima. Könntest du es noch einmal zeigen, bitte? Ja, genau. Noch einmal abspielen. So, wir stellen es jetzt alle vor, wir fliegen da jetzt. So, wir gehen alle mal in Grundhaltung am besten. Auch zu Hause. Okay, ja. So, und da fliegt er jetzt Linkskurve und jetzt kommt natürlich im Grunde genommen Flugfehler zu schnell rechts geflogen. Muss ihm schon ein bisschen Zeit geben. Und jetzt Hände hoch! Also wenn ihr merkt, das tut nicht so, wie es sein soll, sofort die Hände hoch. Ne? Und der hält einfach die Bremse und dann dreht er negativ. Also er macht die Hände dann irgendwann auf hier in dem Moment, dann holt der Schirm sich von so schräg hinten nach viel zu weit nach vorne, dann natürlich Fahrt und klappt ein. Und ob das gut geht, ist dann natürlich so eine Sache, da brauchen wir also Fortuna, dass dann ja, das Gerät wieder weiterfliegt. Ansonsten hat man hier jetzt noch vielleicht maximal 2 Sekunden Zeit, dann muss die Rettung raus. Also wenn der Schirm jetzt nicht gleich wieder sich fängt und auspendelt und man mit dem Schrecken davongekommen ist und mit einer ganzen Menge Adrenalin sozusagen, dann muss sofort die Rettung raus. Dann tut das nichts mehr. Bitte? Das braucht man nicht länger zu warten. Nein. Nein. So, und jetzt noch einmal vielleicht und dann haben wir das verarbeitet. Genau. Ja. Also, solange die Schirme fliegen, ist das alles gut. Die dürfen halt nicht fallen. Also aus dem Flug dürfte nicht der Sturz werden. Jetzt kommt der Strömungsabriss. Hände hoch, Hände hoch. Jetzt wird es blöd. Wenn er dann mehr als so 180 Grad gedreht hat, dann kann sowas schon mal passieren. Das passiert bei einem B-Schirm häufiger als bei einem A-Schirm, aber auch beim A-Schirm ist es nicht ausgeschlossen, dass der Schirm vorschießt und einklappen kann. Da gibt es Schirme, die neigen in der A-Kategorie eher zum Einklappen als Schirme, die in der A-Kategorie selten einklappen. Da muss man schon ganz gezielt den allerschlechtesten Augenblick als Testpilot raussuchen und dann von schräg hinten so überhaupt nicht mehr also berühren, weit schießen lassen. Und dann kann es mal sein, dass auch ein Schirm, der sonst normalerweise nicht zum Einklappen neigt, auch mal einklappt. Aber es gibt Schirme, die machen das einfach weg. Hände hoch ist wichtig für euch alle. Und dann gibt es aber Schirme, und da gibt es leider Gottes vermutlich auch einige von euch, die Geräte fliegen, die dann vielleicht in so einem Moment mit so einem Verhalten auch reagieren würden. Und dann, ja, in so einem Fall, Hände hoch, der erholt sich wieder. Wenn nicht, bleibt er eingeklappt vielleicht auf einer Seite, weil er sich verhängt hat. Dann kommt es zum Spiralschutz, dann hat man noch vielleicht eine Sekunde Zeit. Es wird immer schwieriger, die Rettung rauszuwerfen. Da muss dann also die Rettung eher besser, früher raus als zu spät. In dem Moment hat er das noch nicht geschnallt, er wird so umhergewirbelt. Ich glaube, der, und also, boah. Wer hat so eine Situation schon mal erlebt? Ganz ehrlich? Okay. Paul. Also, danke für die Ergänzung, aber das ist so wirklich der Schreck eines Fluglehrers. Ich habe die gleiche Situation auch als Prüfer schon mal gehabt. Und das bei einer ganz normalen Übung. Ihr kennt die alle, ihr habt die alle machen müssen. Fliegen einer 8. Ne? Bei der 8 ist es genau das Gleiche. Ich habe einen Teilnehmer gehabt, der kam von Österreich her in dem Fall und hatte dann eben halt die 8 einleiten wollen. Es war ein Mescal 4, ein grüner Mescal 4. Und er hat dann also nur über die Innenbremse eingeleitet und in der ersten Vierteldrehung des Eindrehens ist er in den Heli reingekommen. Ich habe noch nie einen Mescal 4 im Heli gesehen. Sah sehr interessant aus, aber es ist etwas, was passieren konnte. Und ich habe nachher gefragt, wie hast du das Kurvenfliegen gelernt? Und das war eben so ein ganz wichtiger Aspekt. Er hat gesagt, ja, wenn ich nach rechts will, ziehe ich rechts, wenn ich nach links will, ziehe ich links. Darauf werden wir nachher nochmal zu sprechen kommen, weil das ist genau der Auslöser, der fatale Auslöser, dass wir mit diesem Gedankenbild in der Welt unterwegs sind. Und dann genau die Situation, wie bei dir entstehen, was man jetzt zum Beispiel sieht, ist der Frontklapper, ne, den du auch gesehen hast, genau das Gleiche. Hattest du auch im Blick gehabt bei deinem Vorfall, den du uns geschildert hast. Ja, also ich hoffe, dass ihr es gut verarbeitet habt, aber ich muss es euch zeigen, weil das war für mich dieses Jahr einer der größten Schrecke. Ich habe mehrere Unfälle dieses Jahr miterlebt, weil ich an verschiedensten Fluggebieten war.
Das ist so einer, es ist nochmal Jutijangen. Ne? Also das ist etwas, was aber halt nicht ohne Fortuna geht, was der Schubi schon gesagt hat. So, jedenfalls, was wir haben, und jetzt gehen wir ein bisschen mal näher ran an das Ganze, was passiert eigentlich wirklich an den Flügeln? Das ist ein Bild von einem, ja, nicht wirklich Gleitschirmprofil. Da sieht man wunderbar, wie die Strömung anliegt. Dieses Bild ist aufgenommen worden von der NASA. Die Vorgängerorganisation von der NASA hieß NACA, die also unheimlich viele Profile vermessen haben in verschiedensten Strömungsgeschwindigkeitsbereichen und Anstellwinkelbereichen. Und das ist ungefähr gleitschirmähnlich. Die Bilder sind von 1954 herum. Also von daher kommt das. Und die haben es in einem Strömungskanal gemacht, den sie halt mit Rauchstreifen angereichert hatten. Und da kann man zum Beispiel dieses sehen, ein Bild, da sieht die Strömung auf einmal nicht mehr so schön aus. Was man hier hinten erkennen kann, woran erinnert euch das? Wirbelschleppen, ja, genau. Habt ihr schon mal einen Spaziergang an einem Bergsgebirgsbach gemacht und dort Steine im Bach liegen sehen? Ne, das sind so sogenannte Totwassergebiete. Deswegen ist so ein Bergbach manchmal sehr gut, wenn man halt zum Beispiel in Lüsen oder wo auch immer mal in den Bach geht, sich erfrischt und mal einfach anschaut, wie läuft denn da die Strömung, wo ist sie laminar, wie Sie vorhin gesehen haben, also noch so, und wo ist sie halt verwirbelt an der Stelle. Und was diese Totwassergebiete halt einfach machen, auf der aerodynamischen Seite ist, sie erzeugen einen wahnsinnigen Widerstand. Das heißt, die Vorwärtsgeschwindigkeit wird durch den plötzlich erhöhten Widerstandsanteil sehr stark abgebremst und wir haben auf einmal einen Sacken, noch viel mehr. Und das ist genau das, was beim Strömungsabriss dann auch passieren kann. Du hast eine Frage. Die Wirbel hinten dran, die großen Wirbel, waren die so groß? Ja, genau. Also die Frage war gewesen, ob die Wirbel hinten wirklich so groß werden. Die werden so groß und noch viel größer. Die werden richtig, also deftig, die ziehen sich auch noch eine ganze Weile dahinter her. Es gibt eine sehr schöne App, mit der ihr es mal selber ausprobieren könnt. Das ist die Windtunnel-App, das ist eine kostenfreie App, die gibt es für Android, wo man sich selber ein Profil mal zeichnen kann und mal den Anstellwinkel verändern kann. Da kann man das mit einem berechneten Verfahren, was da als Grundlage genommen wird und das sehr gut annähert, das entsprechend dargestellt, kann ich euch nachher gerne auch nochmal den Link mitgeben oder auch zu dem YouTube-Video dazu tun, was wir nachher davon haben. Jedenfalls, das ganz Wichtige ist, wir müssen uns mit dem Thema Anstellwinkel und der Geschwindigkeit beschäftigen. Geschwindigkeit alleine reicht nicht, sondern es ist ein Thema des hohen Anstellwinkels. Und ich gehe nochmal in meine Übersetzungsfolie rüber. Da ist halt so, im Bereich des deutschen Sprachgebrauchs heißt das Ding Anstellwinkel. Und die Briten haben da wieder etwas Tolles erfunden. Dort heißt es Angle of Attack, ja, Winkel des Angriffs. Und das ist etwas, wir haben einen Angriffswinkel und diesen müssen wir halt auch entsprechend parieren. Wir müssen diesen Angriffswinkel eben sinnvoll in einer Größenordnung halten, dass uns nicht der Angel of Attack irgendwo, ja, sagen wir mal, in die Quere kommt. Um das vielleicht ein bisschen noch näher zu sehen und festzustellen, was man daraus machen kann, ist ein Bereich, um diese Grenzwirbel, diesen Abriss mal bildlich deutlich zu machen, was passiert auf den Flügel. Der Geduldsfaden, der mir vorhin gerissen ist, ich habe den mitgebracht, ne? Das ist der Geduldsfaden, den haben welche bei einem Motorsegler mit so Tesafilm einfach mal über die Oberfläche halt drüber gepappt und haben dann diesen Motorsegler in verschiedenen Anstellwinkelbereichen bis zum Strömungsabriss halt gefahren. Und ich lasse euch mal den Film entsprechend auch anschauen. Ich krieg's bestimmt wieder nicht hin, doch. Da, interessant. Schaut euch mal bitte die hintere Kante von dem Flugzeugprofil an. Jetzt seht ihr, dass diese Wollfäden hinten sehr, sehr unruhig werden. Und jetzt passiert was, was sehr schnell kommt. Der Flügel kippt wieder nach vorne rüber, nimmt wieder Geschwindigkeit auf, die Strömung liegt wieder an. Das ist schon mal ganz gut. Das kann aber unser Gleitschirmprofil nicht, weil die Luft verloren hat. Wir machen das Ganze noch einmal. Nochmal Anstellwinkel erhöhen. Man kann es am Horizont da hinten ein bisschen erkennen. Und gleich wird aus dieser Unruhe ein plötzlicher Abriss, der über die Hälfte der Flügeltiefe weit drüber geht. Und dann trägt nur noch der vordere Teil des Flügels. Und das reicht nicht aus. Das ganze Ding sackt durch. Dadurch wird der Abriss noch viel größer. Und es wiederholt sich jetzt stundenlang noch weiter. Nein, tut es nicht an der Stelle, aber das ist das, was man als Bild sich mal vorstellen kann.
Jetzt habe ich gehofft, hoffentlich hat das mal einer mit dem Gleitschirm gemacht. Kann man das vielleicht am Gleitschirm auch mal sehen? Und dabei habe ich etwas gefunden, was mich sehr gefreut hatte. Es gibt einen sehr, sagen wir mal, noch jungen Gleitschirmflieger, kommt wie ich aus der Modellfliegerei. Das ist immer mir sehr sympathisch an der Stelle. Und er macht seit ungefähr 10 Jahren Gleitschirmfliegen und hat relativ bald vor 5 Jahren angefangen, eben so ein paar Sachen zu experimentieren. Wie zum Beispiel meinen Gleitschirm, den ich mit dem Raccoon eben mal gezeigt hatte, mit einer Fernsteuerung zu versehen. Das ist natürlich naheliegend. Und das Ding fliegt wunderbar, genauso langsam. Und seine Freundin, die Gemma, die macht das also meistens mit. Und in dem Fall musste es auch machen. Die haben nämlich ganz lustigerweise, tut sie wieder nichts, ne, muss ich das so machen. Gehen wir mal hier rein. Ah, Maus, Maus, Maus. Jetzt fangen wir hier an. So, beide. Ja, es zuckt gleich. Also, sie haben den Geduldsfaden genommen. Haben es drüber gepappt. An verschiedensten Stellen an der Tragfläche angebracht, auch an den ganz wichtigen Leinen, also da zum Beispiel an den jeweiligen Steuerleinen, auch eben ein bisschen mal runtergehalten, an den Stammleinen. So, lassen wir mal den Schirm steigen. Und könnt ihr das sehen? Da liegt die Strömung wunderbar an, auf der Unterseite. Okay, und was ist hier hinten? Was machen die Streifen? Wackeln ein bisschen. Das ist genau die normale Unruhe, die wir in der Grenzschicht eines Profils auch haben. Aber sie reißen nicht ab. Also das, was wir gerade eben gesehen haben, sehen wir nicht, diesen Umschlag. Warum nicht? Habt ihr eine Vermutung? Es ist zwar unruhig, aber es passiert nichts. Nur jetzt passiert was und das kann man leider nicht sehen. Das ist das Dumme an diesem Film gewesen. Ich habe diesen Film deswegen ein bisschen langsamer gemacht, auch nochmal. Also die Gemma, die geht mit dem Schirm nach vorne und dann macht sie dieses Bremsen, das Durchbremsen. Und dann kann man in dem Moment sehen, in dem Moment passiert hinten, ja leider von der Beleuchtung nicht sichtbar, ein Herumwirbeln der Schnüre hinten im hinteren Bereich der sogenannten Endleiste oder Endkante dieses Schirms. Das heißt, in unserem normalen angebremsten Zustand, wo wir uns bewegen, reißt der Schirm zwangsläufig noch nicht unbedingt ab. Also das muss man so ein bisschen vage sagen, es könnte abreißen, aber im Normalbereich, wo wir uns bewegen, und das ist jetzt zum Beispiel im Ground Handling, das ist etwas, wo halt eben durch die Bremsen hinten natürlich einiges bewegt wird, aber es wird halt eben auch Widerstand erzeugt und das ist etwas, was dann hier zum Abriss am Rand führt. Man sieht sogar ein bisschen die Randwirbel, die herumschwenkern. Also auch sehr schön gemacht. Man sieht diesen induzierten Widerstand, vielleicht habt ihr ihn auch mal gehört, wie der halt hinten entsprechend dann auch herumwirbelt. Gut, dieser Anstellwinkel beim Ground Handling hat nicht ausgereicht, den Abriss darzustellen. Das hat nicht funktioniert an der Stelle. Und es ist halt aber wichtig, dieser Anstellwinkel, der erfolgt bei einem sehr großen Anstellwinkel. Ist das ein großer Anstellwinkel? Gefühlt? Nicht wirklich, ne? Also es ist kein großer Anstellwinkel. Wisst ihr, wo die Luftströmung gerade herkommt? Ziemlich genau von vorne. Das ist nämlich ganz wichtig. Also lasst euch nicht verwirren von einem Bild mit Horizont hinten dran. Ihr müsst euch vorstellen, wo kommt der Wind gerade her? Wo kommt die Anströmung an der Stelle auch her? Deswegen müssen wir uns jetzt mal eine Weile mit dem zu großen Anstellwinkel halt beschäftigen. Das ist eine Sache, die wichtig ist. Welcher Anstellwinkel? Wie ist es denn wirklich in der Realität? Und das andere ist eine Erkenntnis, die aus der Flugphysik herauskommt, die Strömung reißt bei einem ganz bestimmten Anstellwinkel ab und das macht sie ziemlich plötzlich. Und jetzt müssen wir noch wissen, was ist der große Anstellwinkel. Und das Wichtige ist für euch zu wissen, das hängt nicht davon ab, wie schnell ihr fliegt unbedingt, erstmal nicht, sondern es hängt davon ab, welchen Anstellwinkel wir haben. Und jetzt habe ich mir die letzten Wochen gesagt, jetzt will ich es genau wissen, ne? So wie ich es auch von den Schulungen her kenne, auch wir Fluglehrer malen manchmal euch so Profile hin mit der Windströmung von unten, von oben, von irgendwo her. Und ich wollte es mal genau wissen und mal auf die Auslegungsgrundlagen eines Gleitschirms reingehen. Hatte dazu auch Kontakt mit einigen Gleitschirmkonstrukteuren, um das mir so ein bisschen ja auch verifizieren zu lassen. Und über den Weg habe ich mal Profile geschickt bekommen von etwas älteren Schirmen. Natürlich, das neuere Rücken sind nicht raus, aber
Das sind immer noch die gleichen Profilarten, die wir haben. Was kann man denn hier erkennen am Profil? Was fällt euch auf von dem Profil? Habt ihr euch vorstellen können, dass euer Profil so dick ist zum Beispiel? Sind das Profile, die man heute immer noch hat? Ja, das sind genau die Profile, die wir heute haben. Das sind ja welche dabei, wo die Unterseite, die ist ja fast genauso bauchig wie die Oberseite. Genau. Also überspitzt ausgedrückt. Ja. Ne? Vollkommen richtig ausgedrückt. Nämlich, das ist etwas, wo oftmals gesagt wird, die Oberseite ist stärker gewölbt als die Unterseite. Die Wölbungsunterschiede sind in einem minimalen Bereich. Die sind also ungefähr, alle Seiten sind gleich gewölbt. Das werden wir gleich auch nochmal an anderer Stelle sehen. Nee, ich zeig's euch. Ich habe ja was mitgebracht. Ha, Moment. Der Vorteil als Fluglehrer ist, man kann ab und zu mal eine Baumlandung beobachten. Und bei Baumlandungen gehen manchmal die Schirme kaputt. Und wenn die Schirme kaputt gehen, kann man die zerlegen. Ich habe hier mal einen Schirm zerlegt. Das ist was vom Schirm? Schaut mal den Raccoon hinter mir an. Welcher Bereich könnte das sein? Stabilo. Warum ist das Stabilo? Ja, weil keine Eintrittslöcher da sind. Ne? Und hier an der Seite kann man erkennen, dass man hier wunderbar eben die Stabilo-Leinen machen kann. So, ich mache das Ding mal an mit einem kleinen Ventilator. Jetzt warten wir mal ab, was passiert. Lässt sich auf. Ist das nicht herrlich? Ja. Ja, man hat ja sonst nichts zu tun. Habe ich ja schon gesagt, ich bin seit 10 Tagen in der Rente. Na, also von da hat man wirklich viele, viele Möglichkeiten. Essen alle Jahr. Ja. Jedenfalls haben wir genau unser Profilproblem. Zum Beispiel bei dem Abriss, den ein Flugzeug eben dargestellt hat auf dem Film, war es ganz einfach. Er hat die Nase hochgenommen, irgendwann war nicht mehr genügend Auftrieb, dann hat er die Nase nach unten genommen, Geschwindigkeit aufgenommen und geflogen. Das klappt nur bei unserem Stabilo, wenn es voll gefüllt bleibt. Ne? Dummerweise haben wir diese Öffnung, die der Lars gesagt hat. Ne, wenn der Schirm einmal in den Abriss gekommen ist, sagt er, ne, die Luft ist draußen, er verliert einfach. Das geht gar nicht. Und jetzt zu dem Thema, was du erkannt hast. Ne? Das Profil, und das ist wirklich ein Originalprofil, in dem Fall von einem Golden, also von Breit, von Gradient gebaut. Schaut euch mal dieses Profil an. Das ist oben wie unten ungefähr gleich. Und jetzt mache ich mal eine Auftriebsdemonstration. Ich nehme dieses Profil, stelle es in einen bestimmten Anschaltwinkel an und fliege einfach mal damit. Seht ihr was? Was passiert? Mit dem Flügel? Der will nach oben gehen. Jetzt mache ich das gleiche andersrum. Ne? So können wir leider den Gleitschirm nicht fliegen. Aber ich fliege den mal. Seht ihr diesen Auftrieb, der da auch entsteht? Also egal, wie rum ich fliege, Hauptsache, das hat eine Profilform, die einigermaßen sinnvoll ist, wenig Widerstand macht, die kann ich rückwärts wie vorwärts fliegen. Deswegen können unsere Freunde nebenan, die Segelflieger, auch mit dem Segelflugzeug auf dem Rücken fliegen, obwohl die viel stärker gewölbte Profile haben. Das kommt nur im Wesentlichen auf den Anstellwinkel an, mit dem ich das ganze Gefährt durch die Luft bewege. Gut, ja. Cool, oder? Den Raccoon meiner Frau wollte ich nicht zerlegen. Ne? Deswegen, also, das ist so das Thema. Ja. Ach, ich mach's aus. Ihr könnt es nachher wieder anmachen an der Stelle. Jedenfalls, ja, ich habe schon erwähnt, ich komme aus der Modellfliegerei und ich kenne einen Modellflieger, das ist der Martin Hepperle, der arbeitet bei der Deutschen Zentrum für die Luft- und Raumfahrttechnik. Und ist Profilentwickler. Von ihm stammen sogar einige der Profile, die wir im Gleitschirmbereich, aber eben auch im Drachenflugbereich einsetzen. Und ich habe mir dieses Profil mal genauer angeschaut. Ihr kennt wieder ein dickbauchiges Profil, das eben da ist. Hier an dem Profil hinten ein leichter S-Schlag. Das hat damit was zu tun, dass das Profil möglichst halt eben halt eine gute, eigenständige Druckpunktstabilität hat. So Halbwissen, was ihr nicht braucht, aber ich wollte es einfach gesagt haben, zur Kompetenzsteigerung. Ne? Ja. Dann kann man Fachfrau da einfach reinblenden und mal ein Stück Wasser trinken. Jetzt ist das nämlich spannend. Wir haben ja eben schon mal drüber nachgedacht, wie entsteht Auftrieb? Was war da für eine Komponente wichtig? Genau, die Geschwindigkeit. Und was noch dazu bei der Geschwindigkeit? Der Effekt, den wir haben. Das Profil, ne? Ja, es kommt noch, aber bei der Geschwindigkeit. Wie viel Einfluss hat die auf den Auftrieb?
quadratisch. Ne? Also das war die Quadratthematik. Ne? Ein ganz wichtiger Anteil, aber es gibt noch ein paar andere Sachen. Wir brauchen eine Fläche. Ihr seht hier hinter uns diese Riesenfläche. Ne? Ich weiß gar nicht, was das für ein Schirm ist von der Größe her. Ich würde sagen, wahrscheinlich M-Schirm. So in meiner Gewichtsklasse auch noch gut fliegbar. Das ist so ein Anteil. Und da steht noch was drin, Luftdichte. Luftdichte ist auch wichtig. Das ist der Grund, warum auf dem Mond zum Beispiel keine Gleitschirme fliegen, weil das Medium keine Dichte hat. Würde was auf dem Mars fliegen? Warum? Die Antwort war zum Teil ja, nickend. Die haben dünnere Luft, ne? Genau, aber sie haben ein Medium, eine Luftmasse, also keine echte Luft, wir können nicht atmen. Übrigens fliegt das erste Modellflugzeug schon auf dem Mars. Also letztes Jahr ist ein Helikopter als ein Beobachtungssystem, als Test mitgenommen worden. Man hat einfach ein Siebtel der Luftdichte von unserer atembaren Luft auf der Erde, aber man kann genau mit den gleichen aerodynamischen Grundformeln auch auf dem Mars fliegen. Das gibt uns Hoffnung für die Zukunft, wenn das Wetter hier schlechter wird. Ne? Also mit einem entsprechenden Sauerstoffgerät können wir das sicherlich auch auf dem Mars machen. Ja, und dann stehen zwei Sachen da, CA und CB. Ne? Das ist etwas, was man so nebenbei noch irgendwo hat, diese komischen Auftriebs- und Widerstandsbeiwerte. Kennt ihr das aus dem Automobilbereich, den CB-Wert? Ne? Das ist so eine Kennzeichnung, wo man sagt, aha, der CB-Wert, ja, wenn der hoch ist, ist schlecht, hat er viel Widerstand, viel Benzin oder Elektrostromverbrauch, wenig CW besser. Das Ganze gibt es auch eben halt diesen Beiwert für den Auftrieb. Das ist so etwas, was halt in der Luftfahrt sehr wichtig ist. In dieser kleinen Zahl steckt aber so viel drin, in diesem Beiwert, nämlich das Ganze, was du auch erwähnt hast, das Thema Anstellwinkel, also mit welchem Winkel fliege ich. Es steckt darin, was für ein Profil habe ich. Und in welchem Geschwindigkeitsbereich fliege ich? All das ist in diesem Wert CA oder auch CB hineingesteckt. Und jetzt einen kleinen Ausflug in die, ja, wie so ein CA-Wert bestimmt wird. Und ich nehme einfach dieses Profil vom Martin. Und was man macht, ist also relativ einfach. Jetzt müsst ihr mal kurz versuchen, mit mir mitzukommen in Richtung der Grafik, die wir haben. Man trägt diesen CA-Wert auf über einen bestimmten Winkelbereich, nämlich diesen sogenannten Anstellwinkel. Und wenn man das macht, bekommt man mehrere Messwerte. Wenn man diese Messwerte bekommen hat, in den verschiedenen Anstellwinkelbereichen, hat man einen Kurvenverlauf. Das ist die sogenannte Lilienthal-Polare, die für jedes Profil ganz anders ausschaut, aber eben eine sehr gute Beschreibung dessen ist, was kann dieses Profil bringen, wo ist seine Leistungsfähigkeit und wo sind seine Grenzen. Da werden wir gleich nochmal auf die Grenzen gleich eingehen. Was aber ganz wichtig zu sehen ist auf diesen Formeln, es sind mehrere Linien aufgetragen. Es ist weitgehend unabhängig von der Geschwindigkeit, ich habe mal die dazu geschrieben für die Messkurven, wie dieser Verlauf der Kurve ist, weitgehend unabhängig. Es gibt eine Grenze nach unten, wenn es ganz, ganz langsam wird, da haben wir noch andere Reibungsprobleme, aber in den Geschwindigkeitsbereichen, wo wir fliegen mit dem Gleitschirm, ungefähr identische Grenzbedingungen. Deswegen reicht es vollkommen aus, wir nehmen uns jetzt mal eine Linie für den fortlaufenden Anteil des Vortrags. Das, was ich mit dem CA machen kann und nicht verwirren lassen, hier steht CL, das ist die englische Variante, das heißt eben der Lift-Beiwert, Lift nach oben, ne, das ist der, der mit reinkommt. Das Ganze kann man auch machen eben für den Widerstandsbeiwert, den CW-Wert. Was kann das D heißen auf Englisch? Dreck, ne? Also D-R-A-G geschrieben, im Deutsch Dreck, ne? Das passt schon. Ne? Also was ist halt der Dreck, der Widerstand, der eben halt mit einer Erhöhung des Anstellwinkels ansteigt bei unserem Martin-Hepperle-Profil, was wir gerade eben anschauen. So, was fällt hier euch schon auf? Fällt euch irgendwas auf? Noch nicht? Dann helfe ich euch. Schaut mal den Bereich bei 15 Grad Anstellwinkel an. Was passiert mit dem Auftrieb? Er fällt wieder runter. Also nach 15 Grad ist der Auftrieb unrelevant. Deswegen hat die Kurve jetzt auch keinen weiteren Verlauf, weil es gibt noch einen Anteil. Schaut ihr mal die Kurvenverläufe bei dem Widerstand an. Bis 10 Grad alles wunderbar. Bei 15 Grad fängt eine deutliche Erhöhung an und dann wird es sprunghaft größer. Deswegen haben wir hier eine erste Grenze unseres Profils. Bei 15 Grad haben wir eine starke Widerstandserhöhung. Wir haben keine weitere Erhöhung des Auftriebs mehr.
Das ist der ungefähre Abrissanstellwinkel dieses Profils. Das können wir schon daraus herauslesen. So, wenn wir jetzt beide Grafiken ineinander zusammenmischen, nämlich das Verhältnis vom Auftrieb zum Widerstand, können wir sogar noch eine weitere Kenngröße sehen. Wo ist das Optimum vom Auftrieb zum Widerstand bei diesem Profil gegeben? Das könnt ihr da ungefähr sehen. 10? Ja, 10 ist richtig. 10 Grad. Ne? Bei 10 Grad haben wir das beste Gleiten. Und jetzt kann man einen sehr schönen Effekt sehen. Das Auftriebsverhältnis, das Widerstandsverhältnis des Profils, nur des Profils, hat ein Verhältnis von 95-90. Also der Gleitwinkel wäre im Idealfall von unserem Flügel 95. Aber was haben wir noch an unserem Schirm? Diesen Dreck. Ne? Also all das, was hier ist, das ist der große Dreck. Wir haben halt eine unheimliche Widerstandszunahme durch den Dreck, der da drunter hängt. Ein Teil davon, das sind die Leinen, der Rest, das sind wir. Also insgesamt mit unserem ganzen Widerstand, den wir bilden. Deswegen ist unser Gleitverhältnis einfach schlechter. Gut, also wir haben das beste Gleiten. Das ist aber trotzdem wichtig für das Profil. Wenn wir dieses Profil verwenden für unseren Gleitschirm, sollten wir darauf achten, dass wir wirklich eben im Bereich von 10 Grad angestrebt werden für solch ein typisches Gleitschirmprofil. Das war das Interessante auch, dass es die meisten eben entsprechend von den Konstrukteuren auch so bestätigt haben. Ja, 10 Grad, da lege ich ungefähr richtig. Genauer wollten sie es mir nicht sagen, aber das war schon mal ein guter Punkt. Und jetzt möchten wir in den Bereich der eigenen Beobachtung gehen. Ne? Theorie war jetzt genug für euch, ne? Mehr machen wir nicht mehr. Das soll ja eine fliegbare Landschaft sein. Ne? Schön, ne? Schon toll. Ne? Was ich jetzt hier eingezeichnet habe, was ihr nicht sehen könnt oder kaum sehen könnt, doch, ist eine blaue Linie. Das soll der Horizont mal sein. Weil wir wissen ja, eine andere Kenngröße unseres Gesamtsystems ist jetzt Gleitschirm mit Pilot unten drunter. Und was wissen wir von unserem Gleitschirm im besten Gleiten? Was hat er für ein Gleitverhältnis? Welche Gleitzahl hat er ungefähr? Das war im Theorieunterricht Aerodynamik beim Arschenkurs dabei. Grob? 8? Super, ah, ist ja gut. 8, ne? Es passiert doch was. Es bleibt was hängen von unseren Unterrichten. Das ist gut. Das beruhigt mich schon an der Stelle. Jedenfalls habe ich wirklich mal maßstäblich aufgezeichnet, was heißt denn das wirklich? Wir haben eine Strecke, wir haben ein Gleitverhältnis von 8. Das heißt, wenn wir aus einer Höhe, die halt irgendwie 1 ist, sagen wir 1000 Meter, kommen wir 8000 Meter im Idealfall mit unserem Gleitschirm nach vorne weg. So, bei welchem Anstellwinkel? Das haben wir eben gerade ja auch errechnet gehabt. Ne? Eben nicht zum Horizont gesehen von, also im Grunde 1 zu 8, das ist der Arcus Tangens und so weiter, kann man rechnen, 7,125 Grad, sondern wir haben einen Anstellwinkel zu der anströmenden Luft von 10 Grad. Das haben wir aus dieser Grafik herausgenommen. Und jetzt zeichne ich mein Profil da rein. Das ist so das Profil, so wie es durch die Landschaft eiert. Ja, eiert. Jedenfalls von dort unten was angeströmt. Und stimmt das mit unserer Beobachtung überein? Ja, stimmt überein. Wenn ihr euch mal dieses Profil hier anschaut auf dieser Seite, das ist zum Beispiel in Meduno besonders schön, dass man da eben halt die Schirme, weil sie im Soaring-Bereich an und vor allem hin und her fliegen können, halt beobachtet. Man sieht genau, in welcher Handstellung eben das ist. Sie sind in einem gleichmäßigen Aufwind, laminar wie auch in Dänemark an der Stelle. Wir haben ein Gleitverhältnis von 1 zu 8. Leicht angebremst ist dieser Schirm, aber egal, es kommt ungefähr hin. Und das ist von der Profilform, von der Neigung, von diesem Anstell gegen Strömung genau richtig. Ja, das ist so der Bereich, den wir haben. Jetzt habe ich noch einen eingezeichnet, ihr seht das schon mal, den Bereich von 15 Grad. Das ist der Bereich, wo ich den Abriss vermute an der Stelle bei diesem Profil. Und ich habe noch einen eingezeichnet, das ist von 5 Grad. Das kommt einfach daher, dass unser Profil bauartbedingt nicht tiefer gehen sollte, weil dann die Anströmung von oben kommt. Wenn die Anströmung von oben kommt, was passiert dann? Der Frontklapper, genau. Ne? Also da haben wir genau das zusammengefasst. Okay, ja. Jedenfalls, wir haben also diese Profileigenschaften an der Stelle schon mal angeschaut. Und jetzt nehme ich euch mal den Horizont weg. Das ist jetzt fies von mir, aber es ist ganz wichtig zu überlegen, wie ist der sinnvolle Anstellwinkelbereich zu der Anströmung, nicht immer zum Horizont gesehen, sondern wie werde ich gerade wirklich angeströmt an der Stelle.
und irgendwas um den Bereich der 10 Grad bis 15 Grad, auch ein bisschen nach unten, wenn wir an den Beschleuniger arbeiten, ist gut. Daher die Frage, ist das ein gesunder Anstellwinkelbereich? Nicht? Wer sagt ja? Ja, ist aber gerade grenzwertig, ne? Oder? Nee, er ist nicht grenzwertig, weil das Profil ist so angestellt, aber schaut mal, die Anströmung kommt von hier. Ich gehe nochmal eins zurück. Da ist die Anströmung von hier unten, das sind diese 10 Grad dazwischen. Jetzt gehe ich wieder dorthin, habe die Anströmung von vorne und die Anströmung passt. Und sie passt deswegen, schaut euch mal so einen Motorschirm an, ist es vielleicht euch mal aufgefallen? Beim Motorschirm, das schaut immer so aus, als ob der hinten dran hängt. Aber nein, er hängt nicht hinten dran, er fliegt nur in einen anderen Zustand. Hier fliegt der Schirm in einer geradlinigen Richtung. Und dieser Schirm, da hängt übrigens die Rieke unten drunter. Das ist ein Schirm, das war das einzige Bild, wo es wirklich von rechts erwischt hatte, fliegt halt eben nach unten an der Stelle. Und wenn wir das nochmal anschauen mit dem Bild zum Vergleichen, schaut mal diesen Anstellwinkel, 10 Grad, passt. Es passt. Also deswegen müssen wir uns wirklich immer vorstellen, woher werden wir angeströmt und nicht, wie fliege ich im Raum zum Erdboden, zum Horizont runter, sondern woher werde ich wirklich angeströmt. Dann machen wir einfach weiter. Ist das ein gesunder Anstellwinkel? Jetzt müsst ihr es wissen. Ja, wenn ich die Vorwärtsgeschwindigkeit in diese Richtung habe, ist das ein gesunder Anstellwinkel? Ja, wir fliegen halt abwärts, werden aber von unten immer noch angeströmt. Wir werden immer noch von unten angeströmt. Ich zeige euch jetzt mal dazu was. Auch nochmal Bandara an der Stelle. Der experimentiert echt viel. Also wenn ihr mal im Internet recherchiert, das müssen wir eigentlich nachmachen, Schubi. Wir müssen mal solche Sachen nachmachen und mal an diese Locations fahren. Der wohnt nämlich in Portugal, der Brite mit seiner Freundin. Und der probiert was aus. Jetzt schaut mal euch kurz diesen Film an. Mal schauen, ob ich es da hinkriege. Komm, 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 da. So ging es immer. War der Landeflug in irgendeinem kritischen Anstellwinkelbereich? Nochmal in Zeitlupe. Schaut euch mal die Abwärtsbewegung an. Das ist der Anstellwinkel von dem Schirm im Moment. Das ist eine Abwärtsbewegung. Dazwischen ist genau der Winkel, den er braucht als Anstellwinkel an der Stelle. Jetzt gleich das Ganze noch beim Steigflug. Mit hoher Geschwindigkeit reingegangen. Das ist der Anstellwinkel und das ist seine Flugrichtung. Er beherrscht das. Das ist so ein Teil aus dem Wing-Over-Bereich heraus. Also der Wing-Over ist ein bisschen verkackt, aber egal. Trotz all dem, man kann sehr gut sehen, der Schirm ist schnell, er fliegt in diese Richtung und der Schirm ist immer dazu richtig angestellt. Also da funktioniert das wunderbar. Da haben wir also eben keinen wirklich gefährlichen Zustand, den wir jetzt zuerst vielleicht vermutet hätten. So. Gut, ja, wir nehmen nochmal dieses Profil an den Horizont und vergleichen es nochmal mit unserem Strömungsbild von vorhin. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich habe jetzt mal Paul seinen 10, 15 Grad Winkellineal da angelegt. Man kann ungefähr erkennen, wo die Strömung herkommt. Sie kommt von hier vorne relativ geradlinig, wie beim Motorschirm. Und ich habe dann eben die Profilsehne von diesem Modell genommen, von diesem Anteil. Und man sieht, er fliegt wirklich exakt unterhalb dieser 10 Grad, da wo saubere Anströmung ist. Und wenn ich das Lineal einfach jetzt stehen lasse, und schauen wir das nächste Bild an, er ist deutlich über den 15 Grad, da ist die Ablösung. Also das war dann für mich so auch so ein Aha-Effekt, ja, das Bild ist wirklich passend dazu, auch wenn das wirklich von dem Profil etwas anders ist, aber das sind dickbauchige Profile, die haben einfach eine Abrisswinkel, Anstellwinkel bei sehr hohen Anstellwinkeln, deswegen brauchen wir auch diese Anstellwinkelfähigkeit des Profils, dicke Profile für unser Gleitschirm. Das ist ganz wichtig, dass wir diese Profile nutzen. Gut, ja, jetzt haben wir aber etwas an unserem Gleitschirm. Das ist etwas, was auch der Mike vorhin erwähnt hatte. Und ich bin total dankbar dafür, dass er da nochmal drauf reingegangen ist. Wir haben viel von unseren bisherigen Erlebnissen mitgenommen. Wir steuern irgendwie über die Steuerleinen und dabei betätigen wir die Bremsen. Nur was machen wir mit den Bremsen? Schaut mal auf das hintere Ende von meinem Modellschirm. Ich ziehe das runter. Was passiert da? Die hintere Leine zieht einfach hinten die Kante runter.
Aber dadurch erreichen wir eine sehr hohe Anstellwinkelerhöhung, weil sich nämlich genau unsere Sehne, Profilsehne schon um mehrere Grade von hier nach dort bewegt hat. Das ist schon mal schlecht. Jetzt nehmen wir nochmal Paul sein Anstellwinkellineal. Ne? Links da drüber, da ist die 15-Grad-Grenze da oben gewesen, noch hinten an dem Profilende halt aufgebaut. Und ich schiebe jetzt mal ein bisschen nach unten. Uiuiui, ne? Wo sind wir jetzt angekommen? Wir sind in einen Bereich reingekommen, wo wir ein sehr hoch angestelltes Profil auch haben. Und jetzt haben wir noch etwas vergessen. Diese Linie war noch von meinem Gleitverhältnis 1:8. Wie viel Gleitverhältnis haben wir noch beim angebremsten Schirm? Habt ihr es noch in Erinnerung? 5, 6, genau. Und wenn ich diesen Winkel noch dazu tue, diesen 1:6 Winkel, bin ich genau auf diesen 15 Grad. Das heißt, wir sind in einem angebremsten Zustand immer noch in einem gesunden Bereich. Also das reißt nicht sofort hier ab, noch 2-3 Grad mehr, dann passiert es. Aber wir bewegen uns in einen Hochauftriebsbereich eines neuen Flügelprofils. Das hat sogar ein bisschen noch mehr Spielraum nach oben, aber wir sind schon in einem grenznahen Bereich. Und wenn ihr euch da nochmal vorstellt, wie vorhin dieser Abriss war von dem einen Schirm, vom Olli, dann könnt ihr euch vorstellen, warum das so schnell passiert ist. Ne? Weil er auf einmal plötzlich durchgesackt ist auf der Innenfläche, der Anstellwinkel dadurch größer wurde und dann diese Negativdrehung nach hinten kam. Und dazu etwas, weil vorhin auch der DHV ja angesprochen worden ist, dazu gibt es sogar ein teilweise gutes Video, um das mal vielleicht so ganz vorsichtig auszudrücken, aber ein gutes Video. Der Pilot ist dieser besagte Simon Winkler, der hier nochmal solch einen Strömungsabriss simuliert. Und ich simuliere jetzt hier, dass ich da reinkomme. Schauen wir uns mal kurz an. Das ist dieser Strömungsabriss, dieser Heli-Ansatz, der da passiert, den er sauber abfängt. Alles gut, passiert auch. Aber was hat er für ein Problem an der Stelle? Er hat jetzt also einen langsamen Schirm, hoher Anstellwinkel. Jetzt lässt er die Bremse auf der Innenseite tief unten. Der Schirm versucht Geschwindigkeit aufzunehmen, schafft es nicht. Auf der rechten Innenseite ist er sehr hoch angestellt. Der Schirm sackt gerade schon durch. Und schaut mal auf die rechte Hand, die kann man gar nicht sehen. Und schaut mal oben rechts jetzt auf diese, auf diese Flächenseite. Und da kommt genau dieser Dreher, der halt eben dann sehr plötzlich passiert. Und dieses plötzlich Passieren kommt daher, weil wir so nah an diesem Abrissbereich schon halt letztendlich mit angebremsten Bremsen auch unterwegs sind. Schubi. Weißt du, was das für ein Schirm war? Ich denke, irgendein Nova. Ion 4? Ja. Okay. Und ist er von allein wieder geflogen oder hat der Pilot da mitgeholfen? Er hat mitgeholfen. Er hat mitgeholfen, indem er halt, als er nach vorne kam, endlich wieder ihn abgefangen hat. Also das ist auf dem weiteren Film zu sehen. Das könnt ihr in dieser DAV-Rubrik auch sehen, diese Filme. Und da geht es wirklich um das Thema Strömungsabriss, da kann man auch das Abfangen wunderbar sehen nochmal. Darauf wollte ich aber gar nicht so groß eingehen. Ne? Ja, aber eine Sache, die von Schubis Frage auch noch wichtig ist, ne? Wir haben einen sehr viel verzeihenden Schirm an der Stelle. Das ist schon mal sehr gut, gerade beim A-Schirm. Ne? Ein A-Schirm, der kommt in so einer Situation weitgehend zurecht, wenn wir die Arme nach oben tun. Ne? Das ist schon mal ganz wichtig, dieses Pendeleffekt, was wir hier haben. Also wenn wir merken, der Abriss kommt, sofort reagieren, die Arme nach oben tun, das ist wichtig. Das andere aber, was halt eben auch wichtig ist, und das ist etwas, was nochmal zum Kurvenverhalten, das mache ich nachher, zum Kurvenverhalten nochmal wichtig ist, da solltet ihr euch mal prüfen, euch selber mal fragen, wie fliege ich normalerweise in einen Kreis, in eine Kurve hinein. Das machen wir gleich. Ja, toll wäre es, wenn wir den Anstellwinkel messen könnten. Dazu habe ich schon vor ein paar Jahren einen Vortrag gehalten. Es ist unrealistisch, dass wir den so messen können. Privatpiloten haben etwas ganz Tolles, die haben einen Geschwindigkeitsmesser, das für die Geschwindigkeit und für den Flieger in seiner Gewichtsspannbreite, wo er unterwegs ist, halt eben entsprechend funktioniert. Und hier kann man sehen, dieses Grüne hört ja auf, das ist die Stallgeschwindigkeit für diese Konfiguration, sollte er nicht langsamer fliegen. Wenn er die Flaps setzt in der Stelle, also die Landeklappen setzt, haben wir eine etwas tiefere Landegeschwindigkeit. Ja, genau, das ist ja auch richtig, kennen wir auch. Wenn die Klappen gesetzt werden, können wir langsamer anfliegen. Das ist eben auf dem Geschwindigkeitsmesser entsprechend dargestellt. Großflugzeuge haben da noch mehr Genauigkeiten drin. Die nehmen hier zum Beispiel einen sogenannten Anstellwinkelgeber, der sich einfach mit der Windströmung ausrichtet. Über das Pitotrohr an verschiedenen Stellen wird dann auch noch die Staudruck und die Geschwindigkeit gemessen, also mit welcher Geschwindigkeit fliegt er.
Daraus errechnet sich der Computer dann halt den Anstellwinkel und gibt eine Warnung raus. Es gibt noch billigere Systeme, das hier zum Beispiel ein Motorflugzeug. Das hier vorne ist die Profilkante und wenn der Flügel von unten zu steil angeströmt wird, dann wird was mit dem Blech passieren. Nach oben gedrückt, da ist ein kleiner Mikroschalter und drin macht es Map, ne? Stall, 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 Gefahr. Ne? So einfach ist das, ne? Haben wir aber alles leider nicht. Ne? Das ist etwas, was wir nicht gebrauchen können. Deswegen ist halt ein ganz wichtiger Punkt, wir sollten den Strömungsabriss rechtzeitig erkennen. Was wäre ein Erkennen beispielsweise? Jetzt wenn du zum Beispiel nochmal an deine letzte Erfahrung denkst, hast du vorher schon irgendwas gespürt, was sich verändert hatte? Ich kann nur sagen, dass es ziemlich schnell geht. Ja, natürlich. Das hat sich sicherlich an den Tragegurten etwas geändert. Aber ich wollte noch hochschauen und ich wusste nur, der Zug an den Gurten wurde ungleichmäßig. Aber in der nächsten halben Sekunde war es schon passiert. Also das heißt, die Abläufe waren schneller, wie ich das gedanklich folgen konnte. Das war so meine Erfahrung. Also ganz wichtig, also es passiert schnell, das ist wirklich gut, dieses Thema Riss, Abriss so als Kopfgedanke zu haben. Und was halt eben auch sehr wichtig ist, ist halt an der Stelle, die Steuerdrücke waren unterschiedlich, das was du gefühlt hast. Ich vermute sogar, es war ziemlich hart auf der Innenseite, wo du gezogen hattest und das wäre eine Vorwarnung gewesen. Da, wo der Zug immer kräftiger wird und wir wollen eigentlich in die Kurve rumgehen und es geht nicht rum, es ist bretterhart, das ist dann so ähnlich wie, ja, von euch sind bestimmt einige Handwerker, ne, zwischen einer Schraube festdrehen und los, ist ein ganz kurzer Unterschied. Ne? Also man dreht fest, 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 ah, ein Stück geht, ne? Bam, ne? Ist es passiert. Und genau das ist das, was eben ist. Es geht zu einem bestimmten Stallpunkt, da ist es noch hart und gut. Und im nächsten Moment eine kleine Böe von unten, eine kleine Anströmung, Richtungsveränderung, schon reißt der Schirm ab und es wird auf einmal ganz lose. Ne? Dann ist also alles dann weg und dann geht das Chaos los. Ja, wie können wir da ja das gut erkennen? Wir nehmen nochmal diesen Schirm und der fliegt jetzt halt durch die Landschaft hindurch und da vorne ist eine Thermikwolke. Ne? Was macht Thermik so im Generellen? Die steigt nach oben, genau. Na super, als ob ihr die Folien selber gemalt habt. Ne? Ja, wir fliegen, wenn wir uns diese Bewegungsrichtung anschauen von unserem Schirm, noch außerhalb der Thermik in diese Richtung, wissen aber, da vorne ist die Wolke. Ne? Also da können wir schon ein bisschen gedanklich drauf vorbereiten. Das ist unsere Flugrichtung, das ist unsere bisherige Anströmrichtung und jetzt kommt ein bisschen vereinfachte Vektorrechnung aus der Mathematik. Wenn ich wissen möchte, wie wird der Schirm in dem Moment des Einfliegens, also nicht nachher, sondern im Moment des Einfliegens angeströmt, dann haben wir eine Situation, einfach den Vektor verschieben, die neue resultierende nehmen, wir haben einen ganz neuen Anstellwinkel. Wenn ich da reinfliege und dann die Bremse drauf habe und vor Schreck noch weiter bremse, wird der Schirm diese Reaktion machen. Jetzt ist der Schirm abgerissen. Genau jetzt wird der Schirm sofort fatal abreißen. Die richtige Reaktion, genau das, was auch Schubi vorhin nochmal ganz deutlich gesagt hat, ist, in dem Moment, wo ich das spüre, ne, dass es aufwärts geht, ne, dann darf ich mich nicht festhalten. Wenn ich merke, es wird hart, ich darf mich nicht festhalten, hoch mit den Haxen. Was heißt hoch? Wohin hoch? Ganz nach oben. Was ist eine gute Orientierung für euch? Bis an die Rolle. Bis an die Rolle. Sehr gut, Lars. Weil wenn wir unseren Schirm eben halt... Wir haben ein wunderbares System. Hier oben, das ist das, wo die Rolle gemeint ist. Diese Rolle, könnt ihr die erkennen? Wenn wir diese Rolle nehmen und führen unsere unseren Knoten wirklich an die Rolle, sind wir an der Rolle. Wenn wir nur die Hände hochnehmen, sind wir an der Rolle? Nein, achtet drauf, nehmt den Tragegurt als eure Orientierung, führt die Hände an den Tragegurt hoch an die Rolle. Na, dann ist es wirklich gut. Das ist die Rolle. Das ist Hände hoch und nicht Hände hoch, ja, so wie im Wilden Westen. Ja. Das ist etwas, was fatal ist. Wenn dieser Schirm dann es so macht, dann wird er im nächsten Moment halt wirklich entsprechend dann wieder runtergehen. Genau. Und dann wären wir wieder im sauberen Anstellwinkelbereich. Das brauchen wir. Wir brauchen diese Möglichkeit, daran zu gehen. Es gäbe noch andere Möglichkeiten. Man könnte mit dem Beschleuniger arbeiten, aber das ist dann wieder für die Fortgeschrittenen, weil man muss so viel realisieren und durchzumachen. Deswegen für euch ist es wichtig, macht die Hände hoch, wenn ihr merkt,
Der Steuerzug wird an den Bremsen auf einmal hart. Ihr fliegt in eine Thermik hinein. Ja, wann kann ein Strömungsabriss noch passieren? Wo sind wir im Bereich eines Strömungsabrisses relativ schnell drin? Und immer denkt daran, es ist eine plötzliche Sache. Die entwickelt sich nicht langsam hin, sondern es passiert eine Anströmungsrichtungsänderung. Kleine Hilfe. Landung, ja, genau, Landung ist es auch. Aber es gibt noch etwas, eine Abstiegshilfe. Hier möchte ich euch mal was zeigen, auch nochmal von meinem mittlerweile Favoriten, Bandara. Ihr kennt es jetzt schon an der Stelle, der hat noch weiter experimentiert. Das ist also kein Schüler in Lüsen mit irgendwelchen Markierungen dran, aber es ist einer, der eben entsprechend markiert ist mit lauter solchen Windfahnen und er zeigt jetzt ein Manöver, was ihr alle kennen solltet. Ohren anlegen. Ja. Er legt jetzt mal die Ohren an, ohne dass er eben den Beschleuniger dazu betätigt. Schaut euch das mal an. Und schaut bitte auf die Fahnen links am Flügel, da kann man es sehr gut erkennen. Man sieht diesen induzierten Widerstand, der halt eben als Wirbel ist. Jetzt legt er gleich an. Und die Hände sind wirklich locker, die Füße sind nicht im Beschleuniger. Man sieht auch die Wirbel hinter ihm, das ist dieser Track, von dem ich erzählt habe, ne, der auch noch da ist. Man sieht an den Stammleinen sind die wunderbar, die Strömung. Und jetzt zieht er das Ohr an. Gleich. Jetzt greift er rein. Da oben greift rein. Schaut mal auf die Fahne da oben links. Da haben wir auf einmal diesen Umschlag. Warum kommt das? Weil der Schirm natürlich in einen hohen Ansteckwinkelbereich reinkommt. Erst einmal. Weil er abgebremst wird, der Pilot pendelt nach vorne, erhöht dadurch doch mal den Anstellwinkelbereich und jetzt gibt es einen deutlichen Sackflug. Nur im Mittelteil, wunderbar, ist die Strömung okay im hinteren Bereich. Und jetzt ist wirklich wichtig, dass man den Beschleuniger drückt, um den Anstellwinkel wieder nach unten zu bekommen. Deswegen also wirklich dieses Ohrenanlegen mit Anstellwinkelveränderung ist eine sehr sinnvolle Sache. Wir haben ein bisschen Glück, dass unsere A-Schirme so ausgelegt sind, dass sie eben entsprechend sehr gut eben halt das noch abfangen können, auch in Situationen, ohne dass man den Beschleuniger gedrückt hat. Aber der Nahbereich, der Grenzbereich wird je höher der Schirm klassifiziert ist. Und dann haben wir ein Problem. Ich selber habe mehrere Jahre lang einen C-Schirm geflogen, der ist mir immer regelmäßig beim Anlegen der Ohren in den Sackflug gegangen. Ich muss das immer vorbeschleunigt haben, sonst wäre ich also bei dem Schirm immer im Sackflug schon wieder unten gewesen. Aber deswegen also für euch wichtig, ja, denkt an den Beschleuniger und denkt daran, wo kommt die Strömung her? Wir haben eine kleinere Fläche, wir sinken auch schneller. Ich habe da auch was dafür mitgebracht. Das hier ist das Urmodell eines Gleitschirms. Es fliegt so schön. Ja, mach's gerne noch einmal. Also, dieses Urmodell wiegt ungefähr 1,5 Gramm, also wir brauchen keine große Geschwindigkeit und können das wunderbar fliegen lassen. Eine wunderbare Beschäftigung im Winter bei so einem scheiß Wetter, dass man also wirklich da eben entsprechend damit fliegen kann. Geht schon, ne? Ja, jetzt mache ich mal eins. Ich mache das, dass ich eben halt durch ein Ohrenanlegen, was ich jetzt an dem Filigran-Modell nicht mache, aber auf einmal weniger Fläche habe. Wenn ich weniger Fläche habe, was werde ich machen? Ich werde sinken. Habt ihr es gesehen? Das Ganze geht nach unten, die Anströmung ist von unten. Das heißt, wir haben hier wirklich diesen Anstellwinkel-Erhöhungsbereich, der uns eine deutliche Strömungsabrissnähe bringt und an den Ohren hier kann man es sehr, sehr gut erkennen. Ja, also da bitte drauf achten und ganz besonders zu einer Jahreszeit, zu der ich gleich noch komme. Jetzt. Ja, es gibt noch einen Bereich, wo ein Strömungsabriss passieren kann. Über den haben wir die ganze Zeit gesprochen. Die ganze Zeit, ich schaue auch gleich auf die Uhr, aber es ist in Ordnung. Ne? Ich bin ja noch in der Zeit drin. Es sind auch nur noch ungefähr 150 Folien. Ja, also von daher geht das ja auch an der Stelle. Nochmal das Bild vom Anfang. Das ist jetzt nochmal in Südtirol. Und jetzt nehme ich halt mal diesen Schirm alleine. Und im normalen Gleitflug nach vorne hinweg muss dieser Schirm eben mein Gesamtgewicht tragen und das ist der Auftrieb, den wir brauchen. Jetzt gehen wir in eine Kurve hinein.
Und wir sind in einem Kurvenbereich, jetzt mal unabhängig, ob wir es sinnvoll oder nicht sinnvoll eingeleitet haben. Und wenn wir da eben hineingehen, haben wir auf einmal die sogenannten Zentrifugal- bzw. in die andere Richtung die Zentripetalkräfte. Das macht eben eine Lasterhöhung. Der Schirm muss uns muss ein viel höheres Gewicht, eine viel höhere Masse, muss er jetzt halt eben in der Kurve halten. Der Auftrieb muss sich erhöhen an der Stelle. Und deswegen ist es jetzt so, wir haben es ja vorhin auch an dem Beispiel gesehen mit dem Raccoon ohne Paul oder an dem leichten Gerät, da ist die Abrissgeschwindigkeit halt in einer geringeren Geschwindigkeit. Jetzt haben wir genau den anderen Fall. Wir haben eine höhere Last dran. Wir können uns auch vorstellen, wir hätten einen höheren gewichtigen Pilotin da dran. Was passiert mit der Abrissgeschwindigkeit auf der Innenseite? Das erfolgt bei einer viel höheren Geschwindigkeit. Das ist etwas, was vielleicht erschreckend ist, aber je mehr wir in der Kurve sind, je mehr die Kurvenneigung ist, umso schneller muss der Schirm in der Kurve sein, damit er eben am Außenflügel, obwohl es uns schnell vorkommt, nicht so bald abreißt. Deswegen müssen wir relativ schnell fliegen. Und da möchte ich auch mal kurz auf das Thema des Kurvenfliegens nochmal eingehen. Ich hoffe, dass ich das halt mit dem Mikrofon einigermaßen hinbekomme. Da ist die Eintrittskante an der Stelle. Jedenfalls, wenn wir uns das abgewöhnen, über die Innenbremsekurve einzuleiten, haben wir viel gewonnen. Wie läuft der Kurveneinleitungsvorgang? Wer kann ihn auswendig daher sagen? Gewicht nach rechts, Sitz nach, also nach rechts verlagern, das Gewicht und dann erst. Schon nah dran, ja. Genau, also ganz wichtig, das ist gut, also ich kriege es jetzt mit dem Mikrofon nicht hin. Da fehlt mir jetzt die zweite Hand, aber das macht ja nichts. Wir müssen wirklich bei diesem Thema, was du gemacht hast, mit dem Gewichtsverlagerungsthema anfangen. Das ist immer schon mal gut und es ist wirklich sehr hilfreich, allein diesen Blickkontakt zu machen. Macht doch mal alle, setzt euch mal richtig breitbeinig hin und schaut nach rechts, das ist jetzt für mich diese Richtung, zu eurem Partner rüber. Was passiert mit eurem, wenn ihr richtig rüberschaut, 90 Grad, was passiert mit eurem Hintern? Der linke geht schon ein Stück hoch, wunderbar. Das ist schon ein Teil der Gewichtseinleitung. Wenn wir rüberschauen, wir haben schon die Körpergewichtseinleitung in die Seite gemacht. Erster wichtiger Punkt, wir fangen mit dem Blickkontakt an, weil wir schon den Poppers hochheben. Dann heben wir den Poppers richtig hoch. Dann sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Und jetzt kommt ganz wichtig, auch für dich nochmal, jetzt ist wirklich, wir sind auf dem Weg in die richtige Kurve hinein. Jetzt kommt das Öffnen der Außenbremse als allererstes. Was passiert mit dem Schirm, wenn wir die Außenbremse öffnen? Er wird schnell, was wird dann noch von der Bewegungsrichtung her? Er nickt nach vorne. Wenn wir den Schirm hochgeben, die Schnüre, dann will der Schirm die Kappe nach vorne gehen. Er nimmt Geschwindigkeit auf und jetzt hat er Geschwindigkeit. Jetzt kann ich mit der Innenbremse wunderbar die Kurve noch ein bisschen stärker machen, aber ich muss diesen Moment warten, dass der Schirm nicht hängt. Wenn nochmal an das Filmabschnitt von Olli denkt, er ist aus der einen Kurve rausgekommen, war noch in einem langsamen Zustand, hat den Schirm nicht schnell gemacht und dann ist der Schirm rumgekommen, aber nur durch die Innenbremse und dann ist er richtig rumgekommen, was er gar nicht wollte. Deswegen also ein Tipp, wenn ihr im Frühjahr wieder startet zu fliegen, achtet auf euer Kurvenfliegen, auf dieses Außenbremse-Steuern. Außenbremse ist sowas von wichtig und kann euch viele Gefahren einfach schon mal wegnehmen, in so einen Stallbereich bei der Innenkurve reinzukommen. Hat der Schirm die Geschwindigkeit aufgenommen in den Kurveneinflugbereich, dann kann ich auf der Innenbremse weiter nachziehen und dann eben die Neigung entsprechend steuern. Aber die Außenbremse ist indirekte Steuern, so wird es im DAV mittlerweile genannt. Das ist ein wichtiger Punkt. Also da übt mal mit da dran, dass ihr da wirklich da dran ja auch denken könnt. Ein Tipp zum Beispiel für den Olli wäre gewesen, beim nächsten Mal, wenn der Schirm nicht rumgeht, gib die Innenbremse nochmal frei. Dann nickt er vor und dann zieh sie nochmal nach. Also dieses, ich gehe in die Kurve rein, geht nicht, erst wieder freigeben und dann wieder nachziehen, ist eine Variante eben, um den Schirm wieder nach vorne nicken zu lassen. Wenn nach vorne genickt ist, kann ich wieder nachziehen und dann komme ich auch in die Kurve besser rein. Also Außenbremse, ein ganz wichtiger Baustein in eurem Flugrepertoire. So, ja, ein letzter Punkt und damit bin ich auch am Ende meiner Ausführungen. Gestern, als ich hierher kam, war das Bild, was ich auf der Wassergruppe geboten habe. Das ist der Grund, warum ich dieses Gelände hier total liebe. Es hat Überraschungen. Gestern sollte es so sein wie heute. Und gestern war es aber so, wie es heute wirklich war oder nicht war, nämlich schön. Und es war auch richtig gut. Wir haben ein bisschen Groundhunting gemacht. Das war auch toll.
Und dabei war es interessant, etwas festzustellen. Was könnte das gewesen sein beim Groundhandling alleine schon? Habt ihr schon mal im Winter Groundhandling gemacht? Wart ihr so, habt den inneren Schweinefund, Hund überwunden, seid rausgegangen? Was spürt man da? Kälte, ja. Aber ein ganz wichtiger Punkt. Was ist mit kalter Luft? Habt ihr das schon mal so für euch geführt? Dichter, genau. Also richtig poetisch, nämlich dichter. Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr, es war flach, okay. Aber es ist eine dichtere Luft. Was heißt das für unseren Auftrieb und unseren Widerstand? Nee. Die Luft wird dichter. Und wenn ich an die Formel von vorhin denke, wird der Auftrieb, der wird höher. Bei einer geringeren Geschwindigkeit, also bei der gleichen Geschwindigkeit, erzeuge ich bei kalter Luft einen deutlich größeren Auftrieb. Das mache ich dummerweise aber parallel dazu. Den Widerstand erhöhe ich auch, dummerweise auch. Und genau das ist der Punkt, dass eben die Widerstandserhöhung dazu führt, dass wir in kalter Luft noch näher an den Abrissbereich wieder rankommen. Weil wir jetzt reduzieren jetzt die Geschwindigkeit nach unten und damit ist auch der Faktor der Abrissgeschwindigkeit ganz näher dran an der Stelle und kann eben schneller erfolgen. Mir ist selber gestern bei der Landung so gegangen, als ich dann doch noch geflogen bin, obwohl ich ja das heute als Vortrag mache, habe ich gedacht, ja, also ich werde das ja nicht für mich brauchen, das ist ja nur für die, die mir zuhören. Nein, also ich habe es dann auch gemerkt bei der Landung an der Stelle, ich habe einen wunderschönen Strömungsabriss, passenderweise bei der Landung hinbekommen, aber das kam so schnell, ich hätte es nicht gedacht, weil gefühlte Temperatur waren minus 10 Grad und die Luft war wirklich eisig kalt. Ich habe mir echt für die keinen 5 Minuten Flug die Finger abgefroren bei dem kurzen Stück an der Stelle. Deswegen, wenn ihr im Winter mal fliegen geht, nicht nur Groundhandling geht, denkt daran, erst recht die Flossen oben zu halten. Es ist eh ruhige Luft. Ihr müsst euch an den Bremsen nicht festhalten. Und da gefällt mir auch das, was der Mike vorhin gesagt hat. Vergesst erstmal die Bremsen. Die Bremsen, die sind Bremsen. Sie heißen ja auch so. Ne? Und die machen euch viel von der Leistung des Schirms kaputt. Und die führen euch auch in einen Bereich hinein, wo ihr möglicherweise gar nicht sein möchtet. Ja, jedenfalls also auch da, wenn wir halt zu einer Jahreszeit zum Beispiel hier auf ins grüne Grönland gehen, wie gestern, das war also wirklich schön, dass wir da eben halt uns auch darauf vorbereiten und wissen, ja, wir müssen eigentlich auch anders fliegen. Jedes Flugzeug fliegt in einer anderen warmen, kalten Luft anders, als wie es halt eben bei Normaltemperatur auf Meereshöhe 1013,25 Hektopascal 15 Grad halt ist. Ne? Da sind also wirklich Unterschiede einfach drin. Deswegen habe ich so ein paar Wünsche an euch für das nächste Jahr. Versucht euch immer vorzustellen, wo wird mein Schirm her angeströmt? Wie fühlt sich der Zug an der Steuerleine an? Was ist stark? Wo kann ich hingehen? Und natürlich auch das Thema, wie fühlt sich mein Popometer an? Was spüre ich wirklich am Hintern? Der Hintern ist wirklich an der Stelle ein ganz wichtiges Empfindungssystem für die Fliegerei. Man sagt auch wirklich, der Pilot fliegt mit dem Hintern. Da kann man viel spüren. Segelflieger machen das, die spüren sehr viel an der Stelle. Auch wir spüren Beschleunigungskräfte, gerade im Kurvenbereich. Wenn man merkt, ui, ich werde mir in den Stuhl reingedrückt oder in meinen Sitz, wie das Teil offiziell heißt, dann darf ich erst recht nicht so viel auf der Innenbremse herumlungern an der Stelle. Und wenn ihr etwas tun wollt und planen wollt für nächstes Jahr, übt dieses Kurveneinleitung über die Außenbremse, fliegt die Kurven schnell ein. Also wirklich mit Außenbremse auf und das Körpergewicht ist schon auf der richtigen Seite. Bremst generell nicht zu viel an. Wir müssen uns nicht an diesen komischen Bremsdingern festhalten. Das sind Steuerunterstützungsgeräte. Und was ich also auf jeden Fall euch empfehle, besucht Sicherheitstrainings und diese Groundhandling-Thematiken. Das ist ganz wichtig, auch was der Mike vorhin gesagt hat. Es gibt so viele Varianten, die wir mit unserem Gleitschirm machen können. Es gibt nicht die eine nur gültige Meinung, auch wenn ich für den DAV arbeite. Immer wieder ist es so, die Meinungen sind immer wiederum Anpassung an erlebte Sachen und daraus wird versucht, etwas Neues zu machen und daraus kommen letztendlich Empfehlungen heraus. Probiert so viel aus, wie ihr könnt, was ihr machen könnt und alle Methoden führen euch eigentlich zu einem besseren, selbstbewussteren Fliegen, zu einem besseren Stil. Deswegen also macht Seminare, Sicherheitstrainings, um vielleicht auch mal wirklich in so einen negativen Abriss reinzukommen. Den Stallpunkt, wenn es einige von den Sicherheitstrainern noch anbieten, zu ertasten, was ist ein harter Zug? Und wie komme ich wirklich aus dem gesichert wieder raus, wenn es mir dann doch mal passiert? Wann bremse ich denn den Schirm an? Eben nicht, wenn er hinter mir ist, sondern vor mir ist. Wie kann ich mich im Raum orientieren? Das lernt ihr bei solchen Trainings. Und den Rest lernt ihr bei unseren Reisen an der Stelle. Damit wäre ich durch. Das Letzte, was ich euch wünsche, motorisch,
dass ihr gut nach Hause kommt und dann auch frohe Weihnachten. Und selbst hier seht ihr den Anstellwinkel. Ne? Also ich mag dieses Bild. Ne? Denkt an die Anströmung, das ist die Kerzenanströmung an der Stelle. Herzlichen Dank für euer Zuhören. Mich gefragt, ob ihr noch Fragen, ne? Genau, da sind schon Fragen noch. Ne? Wie siehst du denn das mit den Trimflex? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich persönlich finde die richtig, richtig gut, weil sie aerodynamisch vollkommen sinnvoll sind, aber es gibt kein ausgezeichnetes Testverfahren, um das wirklich für jeden Schirm halt durchzutesten. Es ist halt eben ein Graubereich, in dem wir uns dann noch befinden. Einige, die mit mir im Meduno waren, dort haben wir es ausprobiert in großer Höhe und auch bei der Landung. Man muss ein paar Sachen wissen, dass man machen kann. Es ist nicht für jeden geeignet, das fällt zu kurz vor. Aber es ist genauso das Thema unter Anleitung, halt mit entsprechender Begleitung, dass es eben auch einer sieht, der es auch selber auch kann als Fluglehrer. Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal als ein Ziel vornehmen. Es ist eine Varianz in der Landeeinteilung und im Landen. Ich selber, wie gesagt, ich sehe das genauso wie ein Airliner. Der zieht auch seine Flaps und nimmt die Nase nach unten. Genauso mache ich es mittlerweile auch. Ich lande nicht mehr anders mittlerweile. Ne? Also, aber ich mache es nur noch so. Ne? Und ich verstehe aber zum Beispiel die Meinung von Mike, der sagt, lass mich fern davon, das ist ein Gefahrenbereich. Und das ist natürlich etwas, immer wenn man was Neues macht, ist es noch nicht bis zum Ende ausgetestet. Deswegen also auch kein offizielles Schulungsprogramm in irgendeiner Form, was eben reingemacht wird. Ich würde davor warnen, das alleine auszuprobieren. Ne? Macht es unter Anleitung. Fragen noch? Keine, dann gebe ich es dir. Ja, wie es so schön heißt, bei uns nehmen wir das Schweigen zum Anlass. Ja, und schließen ab. Allerdings, ich habe tatsächlich noch eine Frage bzw. einen Nachtrag. Also das Video, was wir vorhin gesehen haben vom Simon, das war der Ion 4 möglicherweise. Also der Simon fliegt den Strömungsabriss. Können wir das nochmal sehen? Kommst du da dran eventuell? Da steckt jetzt auch der Fluglehrer in mir. Da müssen wir nochmal drüber reden. Das Video, ja, so. Vom Simon? Nein, nur das Video, was du gezeigt hast, ja. Das kann ich aber. Da unten ist es hier. Dort. Da. So, also Hände hoch. Jetzt machen wir es nochmal. Wir wollen versuchen, dass wir den Punkt finden, wann müssen wir die Hände hoch tun. Ihr könnt alle mal in Grundhaltung gehen. Ja. So, geht mal bitte in Grundhaltung. Jetzt fliegen wir rechts. Okay, lass mal laufen. Wir fliegen rechts, rechte Hand runter. Und jetzt muss die Hand hoch. Ganz genau. Den Punkt dürften wir nicht verpassen. Denn der Simon hat natürlich viel Erfahrung mit diesem Manöver und der bremst den Schirm. So. Ganz ungebremst hängt er sich auch nicht daran. Warum? Weil auch der DRV-Testpilot oder überhaupt jeder Testpilot einen gewissen Überlebensinstinkt hat und am Ende jetzt auch nicht wie das Würmchen am Haken hängen möchte und durch die Luft gewirbelt werden möchte. Das ist nicht ohne. Wenn er jetzt also hier die Hand einfach oben lässt, dann kommt ein Klapper möglicherweise mit Verhänger, dann hat er anschließend Themen und Skills, die er braucht, um das Problem zu lösen. Das wird er sicherlich auch noch hinkriegen, aber wir würden das sicher nicht mehr hinkriegen. Und das Beste ist, wir kommen erst gar nicht in so eine Situation. Deswegen also die Hände schnell lösen, wenn man merkt, das ist der Strömungsabriss. Aber das kann man nicht merken, wenn man es nicht trainiert. Und deswegen ist es gut, wenn wir also vielleicht mal einen Kurs buchen, wo man so einen Strömungsabriss im Ansatz zumindest fliegen kann. Also das heißt, man fliegt, man bremst immer stärker an und dann hat man den Fluglehrer im Ohr, der dann sagt, okay, jetzt die Hände hoch, in dem Moment hast du auch was gespürt, der Strömungsabriss ist gekommen, der Fluglehrer ist zu hören, Hände hoch und dann fliegt er wieder. Und das kannst du ein paar Mal machen mit Schwimmweste über See natürlich. Wenn du den Punkt verpasst oder die Funkverbindung ist gerade weg, dann hast du noch bessere Überlebenschancen, als das über Grund auszuprobieren, logischerweise. Das ist also eine Eigenschaft übrigens, die habe ich meinen Jungs beigebracht, dann schon beim Groundhandling ganz früh zu spüren, wo der Strömungsabriss ist. Da hatte ich, oder beziehungsweise wir Eltern hatten immer Angst, dass sie irgendwann mal den Punkt finden oder nicht verstehen, nicht spüren, wo ist der Strömungsabriss. Und mit diesem Gefühl am Strömungsabriss gehen die zwei Jungs auch auf Wettbewerbe zum Beispiel und machen Punktlandewettbewerbe. Das heißt, da fliegt man, also muss man punktgenau fliegen
Und so ähnlich wie also kein Vogel an seinem Nest vorbeifliegt, in der Brutpflege zum Beispiel, können wir auch fliegen. Es ist zum Beispiel jetzt der nächste Referent, der draußen wartet, den wir nachher hören in einer halben Stunde, der hat jetzt 70 Flüge hintereinander in Wettbewerben geflogen, ohne einmal neben dem Bett zu sein. Also das heißt, das Bett ist kaum größer als dieser Block und er ist also die letzten 70 Landungen immer darauf gelandet. Das heißt, man kann tatsächlich auch als Homo sapiens fast so genau fliegen wie ein Vogel, obwohl man kein Vogel ist. Und ab und zu, die Skills hat er auch, wenn zum Beispiel eine Thermik ist, dann muss er kurz vorm Touchdown einen Strömungsabriss fliegen, lässt ihn wieder fliegen, geht nochmal einen Strömungsabriss, lässt ihn wieder fliegen. Es gibt also dann schon manchmal richtig turbulente Bedingungen. Wir haben sowas erlebt auf der WM zum Beispiel. Da ist er also über den Punkt Gleitschirm geflogen. Und dann hat er es doch noch geschafft zum Beispiel. Er hat bestimmt nachher so ein Video dabei. Und das braucht natürlich Skills. Also man kann das auch beim Groundhandling trainieren, das hast du jetzt auch gesagt. Da eignet sich zum Beispiel also die Düne in Dänemark, der Mike hat vorhin den Vortrag gemacht, genauso gut wie auch der Südhang oder so ein Groundhandling-Kurs, der Puppi ist dabei jetzt hinten. Wir haben viele Groundhandling-Kurse im Grunde genommen jedes Wochenende und da könnt ihr ruhig mal, also nee, habt ihr bestimmt alle schon gemacht, das kann man sehr gut und mit gutem Gewissen und ganz ruhig mal so ein Wochenende in Angriff nehmen auch. Mal und dann auch mal mit dem Fluglehrer reden, wenn ihr jetzt hier dabei wart. Wie fühlt sich das an? Können wir mal genau über den Strömungsabriss reden? Wie spüre ich das? Das heißt, wenn der Ski über dir ist und du bremst zu viel, dann kippt er plötzlich ab. Das ist der Strömungsabriss und genauso fühlt sich es letztlich auch in der Luft an. So, Paul, vielen Dank. Und ich bin jetzt auch schon über 50 mittlerweile. Das letzte Mal, als wir hier am Pilotentag waren, war ich noch lange nicht so weit. Genau, ja. Ja. Und weil ich auch ein echter Lehrer bin, dann bin ich auch qualifiziert, mal etwas zu tun, was man ja sonst normalerweise nicht tun sollte. Nämlich, man darf dann auch mal etwas bewerten. Vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Ja. Ja, danke auch an euch. Paul? Das war jetzt auch einfach super. Es ist halt sehr theoretisch zum Teil gewesen, aber ich habe nicht viele Klapper gesehen nach vorne. Von daher, also vielen Dank. Ja, also gleichzeitig möchte ich mich bei euch bedanken, bei der Technik. Jetzt haben wir es vielleicht so, dass wir es vielleicht auch als YouTube-Stream dann dauerhaft gesichert haben. Ich möchte mich schon jetzt vorab bedanken, dass du jetzt beruflich die Zeit hast, wie du es angekündigt hast, genau, und wir vielleicht irgendwann in absehbarer Zeit dann tatsächlich ein Buch veröffentlichen können. Es gibt bestimmt im Laufe des Jahres ein paar Leseproben wieder, die wir im Rundmail dann veröffentlichen. Genau, und wer vielleicht noch mehr von Paul erleben möchte, einige Touren, habe ich jetzt gerade gehört, vor dem Vortrag sind schon ausgebucht, aber wir haben mit dem Paul noch einige Touren in Lüsen jetzt kurzfristig abgestimmt. Das heißt, er übernimmt dort B-Scheinwochen. Die eignen sich also für alle Leute, die schon einen B-Schein haben oder einen B-Schein machen wollen. Und da gibt es also